Vor mehr als einem Jahr begannen wir, Fastback zum Leben zu erwecken. Fastback ist seit Mitte März 2021 auch ein Verein. Im Gründungsvorstand ist das Initiativteam mit Merit Hottinger, Diana Rochas, Susanne Abelein, Matthias Schoch und mit mir, Nadine Schwarz. Und seit April haben wir auch eine Geschäftsstelle. Leiterin dieser Geschäftsstelle ist Simon Schelke. Wir hatten und haben immer noch Großes vor. Noch sind wir nicht am Ziel. Viel wurde bereits diskutiert. Es braucht Erfahrung und Sensibilität, um unethisches Handeln im Gesamtkontext zu erkennen und darüber zu sprechen. Es braucht Mut, heikle Fragen öffentlich zu stellen, beharrlich zu intervenieren, obwohl man als Künstlerin immer gleichzeitig besorgt sein muss, dadurch berufliche Nachteile zu erleiden. Oft bekommt man zu spüren, dass Vorgänge zu hinterfragen kompliziert ist und man dadurch selbst schnell in die Schusslinie geraten kann. Wir vom Initiativteam möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die die Fastback-Veranstaltungen im letzten Jahr besucht haben und sie so auch ermöglicht haben. Heute möchten wir uns besonders bei Gabi Moises bedanken, die uns bei der Vorbereitung und bei der Umsetzung dieser Veranstaltung unterstützt. Nun gilt es zu bündeln und unsere bereits geleistete Arbeit in einem Kodex niederzuschreiben. Diese erste Version des Kodex soll Fragen beantworten, die wir uns bereits beim Kickoff gestellt haben. Wie regelt man, ohne zu reglementieren? Wie soll ein Kodex in der freien Szene konkret umgesetzt werden? Wie sehen gerechte Vereinbarungen auf Augenhöhe aus? Und wie finden wir ethische Richtlinien für unsere Arbeit? Die Pilotphase von Fastback, das erste Jahr, ist vorbei. Wo stehen wir jetzt? Wie können wir unsere Ideen in unserer Gesellschaft verankern? Wie können wir Verbindlichkeit schaffen? Diese Fragen werden uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Fastback ist nach dem 26.06. noch nicht zu Ende. Der Kodex, den wir heute gemeinsam erstellen, steht lediglich als Zwischenbilanz. Darum freuen wir uns, mit euch zusammen Fastback in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Ich übergebe an Diana. Hallo zusammen, ich erzähle, was wir heute machen werden. Im ersten Teil werden die Themengruppe ihre Erkenntnisse aus der Veranstaltung dieses Jahr vorstellen. Worüber haben wir diskutiert und was müssen wir unbedingt in diesem Kodex feststellen? Danach wird Dr. Thomas Schmidt uns durch einen Workshop helfen, diesen Kodex zu erarbeiten. Und danach am Ende wollen wir einfach einen Blick in die Zukunft checken. Ich mache heute Zoom-Regie und falls jemand irgendwelche Probleme hat, kann schnell einen Notruf bei mir schicken durch private Nachricht. Ich helfe euch bei diesen Breakout-Sessions. Und und wir sind am circa 16.30 Uhr fertig. Dann machen wir weiter mit der ersten Themengruppe. Moment, ja genau, bevor wir zu den Berichten der Themengruppen kommen, stelle ich noch sehr gerne Lois Stettler vor. Lois wird uns heute erneut, wie schon bei den produktionsinternen Prozessen, als Außenauge oder besser gesagt als Außenohr begleiten und die Veranstaltung mit einem künstlerischen Protokoll auswerten. Lois hat über klassischen Gesang und Theater auf die Bühne gefunden und bewegt sich jetzt vor allem im Spoken Word, Poetry Slam und im Performance-Bereich. Daneben veranstaltet Lois queere Lesebühnen, gibt Workshops rund um genderqueersensibles Veranstalten und präsidiert den Verein Tinte Bühnenliteratur, der sich für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen einsetzt, die mit eigener Literatur auf Bühnen stehen. Schön, dass du da bist, Lois. Ja, wir haben bei unserem Kickoff im vergangenen... Wir haben bei unserem Kickoff im vergangenen August unsere Fragen an ein solidarisches, umsichtiges und transparentes Miteinander in 5 Themengruppen aufgeteilt. Über die letzten Monate haben diese Themengruppen gearbeitet und je eine Veranstaltung gemacht und
die Erfahrungen, die da gesammelt wurden, die sehen wir als eine Basis für unseren heutigen Versuch oder für unsere heutige Arbeit, einen Kodex zu schreiben. Und nun bitte ich die Themengruppen um eine kurze Zusammenfassung ihrer Arbeit aus dem letzten Jahr und ihrer Erkenntnisse. Und wir beginnen mit der Gruppe Zugänglichkeit Schutz und ich übergebe jetzt an Gabi Neusisch. Vielen Dank. Die erste Themengruppe hat sich am Kickoff gebildet und da hatten wir die Themen Zugänglichkeit und Schutz, aber bald haben wir gemerkt, dass es vielleicht etwas groß wird und darum haben wir uns auf Zugänglichkeit fokussiert. Es ist auch so genug groß. Ich möchte einfach unsere Fragestellungen und vielleicht die Forderungen oder Feststellungen jetzt euch vorstellen. Die Veranstaltung fand im Dezember statt. In der Arbeitsgruppe waren noch, fairerweise möchte ich sie erwähnen, Matthias Schocht, Trixa Arnold, Susanne Ebelein, Golda Epstein, Johanna Raimund und Laura Steiner. Unsere Fragestellung lautete, für wen machen wir darstellende Künste? Wer ist eingeladen? Wer ist adressiert? Also das ist der Aspekt des Publikums. Und von der Seite des Publikums, ob Sie, also die vermeintliche Adressierten, wirklich auch eingeladen fühlen. Wer fühlt sich eingeladen? Dann eine andere Frage war Fragestellung, wer darf mitmachen? Und jetzt nicht nur konkret in einer einzelnen Produktion, aber grundsätzlich, wer gehört dazu? Gehört einer Institution, einer Organisation und überhaupt der Szene? Repräsentation und Sichtbarkeit auf der Bühne, inhaltlich narrativ und ganz wichtig, konkret physisch. Die Inputgeberinnen an dieser Veranstaltung waren Manuel Bürkin, Brian McGowan für Sensibility und Kultur inklusiv, Gunda Zeb, Anina Jendrejko, Golda Epstein, Sophie Tögele und Nadir Ak. Die letzteren beiden von der ZHDK. Also haben von der ZHDK berichtet. Es liegt in der Natur der Sache, dass es hier vertieft auch um Institutionen und um Organisationen ging. Und bei Zugänglichkeit ging es vom baulich-logistischen Gegebenheiten über Kommunikationsmaßnahmen, ganz wichtig Sprache, bis zur Einbindung von und Zusammenarbeit mit Menschen mit konkreter Erfahrung von Diskriminierung und Exklusion. Bei der Repräsentation hatten wir Begriffe wie Repräsentation und Adressierung. Sind die Adressierten erreicht? Repräsentation und Self-Advocacy. Siehe dazu, sind die Expertinnen, also die Menschen mit diesen konkreten Erfahrungen eingebunden. Repräsentation und Partizipation, das ist ähnliche Fragestellung, aber hier nochmals zu betonen, das Wissen von den betroffenen Menschen und Repräsentation und Selbstreflexion. Das heißt, immer wieder hinterzufragen und überprüfen die eigene Werte und die eigene Haltung. Und zu Feststellungen und Forderungen. Natürlich, wenn wir über Zugänglichkeit, Inklusion reden, da kommen oft natürlich auch die Begriffe Vielfältigkeit und Diversität. Nur in Klammer anzumerken, oft werden Vielfalt und Inklusion oder Diversität und Inklusion als Synonyme auch erwähnt, aber es ist sehr wichtig, meiner Meinung nach, die doch zu unterscheiden. Inklusion an sich bietet auch, impliziert wie auch konkrete Handlungsziele. Noch zu Inklusion, natürlich Exklusion und das weiterführend auch Klassismus ist wichtig zu erwähnen. Und eine Forderung oder eine Feststellung wäre, sich auf die Vielfalt und somit auf die Unterschiede wirklich einzulassen. Erwähnt haben wir auch über Strukturen viel gesprochen und die Strukturen sollten als Spiel- und Handlungsräume für alle gesehen werden und auch praktiziert werden. Wenn das nicht funktioniert, das heißt, wenn sie keine Spielräume, keine Handlungsräume und nicht für alle sind, dann müssen die Strukturen geändert werden. Sowohl an den Häusern oder in den Organisationen der darstellenden Künste, als auch, und das ist ganz wichtig, weil wir auch einen Bericht dazu an dieser Veranstaltung gehört haben, in den Ausbildungsstätten.
Dazu möchte ich erwähnen, dass die Studie von Sophie Vögele, die uns diese Studie dort kurz vorgestellt hat, Art School Differences, wo sie Handlungsfelder für eine Demokratisierung und Pluralisierung der Kunsthochschulen untersucht und benennen versucht hat. Ein wichtiger Aspekt vielleicht aus allen Resultaten dieser Studie, dass die Normativität der Schule, was halt sehr oft mit Elite zu sein und mit Whiteness zu verbinden ist, geht weiter eigentlich nach dem Abschluss der Hochschule an die Institutionen oder auch in die Szene. Feststellungen weiter. Es gibt eine sehr große Diskrepanz zwischen Absicht und realer Zugänglichkeit. Sehr oft sind die Sachen gut gemeint, aber nicht gut oder nicht gut genug oder nicht richtig umgesetzt. Und es braucht also Haltung und Commitment, also Selbstverpflichtung und Selbstreflexion. Es ertönte auch der Spruch raus aus der Bubble, also das würde uns hier jetzt auch alle betreffen. Und die Empfehlung, lieber kleine, aber echte Schritte als große und nur schriftlich festgehaltene, aber nicht gelebte Geste zu machen. Und vielleicht nochmal ein spannender Aspekt als Abschluss. Bei subventionierten Institutionen, Ausbildungsstätten, Häusern soll die Überprüfung auch hinsichtlich der Steuergelder stattfinden. Ich bin fertig. Vielen Dank. Ich gebe weiter an Katrin und Andrea, die zweiten Themengruppe etwas zu sagen haben. Wir wären die Gruppe Nummer 3. Das ist die Frage, gibt es noch eine FS2-Präsentation? Und sonst steige ich auch gerne ein. Genau, ihr seid jetzt. Was, wir sind die Nächsten? Alles klar, gut. guten Tag. Ich muss etwas improvisieren, weil wir es eigentlich zu zweit vorbereitet haben. Und das Herzstück in der Mitte, meine Mitrednerin ist noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, ich werde das jetzt mal alleine durchziehen. Genau, also woran ich direkt anknüpfen kann von Gabi, ist das Thema der Strukturen. Die waren bei uns, ist ja FS3 war Machtstruktur, Branchenkultur. Und die Frage nach den Strukturen war ein großes Thema. Ein anderes großes war aber, dass es ganz wichtig war für den Anlass, dass die Teilnehmenden zur Selbst- und Eigenerfahrung kommen, dass sozusagen aus dem eigenen Reflektieren über ihre Situation in das Thema einsteigen. Und wir hatten anfangs ein Input-Referat von Alexandros Ioannidis, der zum Thema Macht referiert hat und uns da so alle Teilnehmenden da schon mal in gewisser Weise für sensibilisiert hat und damit einen guten Boden gelegt hat für die Einstiegsübung, die wir gemacht haben, die wir ursprünglich auch mit euch hatten machen wollen, bis wir dann realisiert haben, weil ich hatte es ursprünglich machen wollen, dass es nichts bringt, euch irgendwie 3 Fragen zum Thema Macht zu stellen, wenn wir gar keinen Boden und gar keine Vorbereitung haben. Und das war eben auch eine wichtige Erkenntnis. Man kann nicht einfach sagen, hey, wir setzen uns zusammen und jetzt arbeiten wir dran, sondern dass man es ist so ein großes, weites Thema und es ist, braucht so viel Sensibilität und auch Vertrauen, um in einen tieferen Austausch zu gehen und auch in einen Erfahrungsaustausch zu gehen, dass man das nicht mal eben so aus der Hand schütteln kann. Und zwar darum stelle ich euch jetzt diese Fragen, dass jeder die für sich ganz im Stillen einmal andenken kann. Und dass er dann mit den Erkenntnissen darüber den weiteren Inputs oder Gedanken von mir einsteigen könnt. Und zwar ist die erste Frage, wo du selber schon Machtmissbrauch erlebt hast. Das kann im Großen sein und das kann im Kleinen sein. Das kann dich selber betreffen oder auch Kollegen, in denen du das wahrgenommen hast. Dass ihr da mal einen kurzen Moment drüber nachdenkt, was euch dazu einfällt. Und die zweite Frage ist schon gerade etwas heikler, und zwar, wo hast du selber schon Macht missbraucht oder gebraucht, wo du genau wusstest, diese Entscheidung oder dieses Verhalten kannst du dir jetzt quasi leisten, was jedem von uns passiert, was Gabi vorhin auch so schön sagte, irgendwie oft möchte man etwas Gutes tun, aber es klappt halt nicht, weil es irgendwie am Ziel vorbeischießt. Also die Frage, zweite Frage wäre tatsächlich, wo hast du selber, bist du selber schon mal mit Macht nicht ganz korrekt umgegangen?
Und die dritte Frage ist, wo begibst du dich in Situationen, die Machtmissbrauch überhaupt möglich machen? Und ich merke jetzt gerade, im Tun ist es ja immer was anderes als im Vorbereiten, dass diese Fragen so alleine gar nicht so richtig gut funktionieren, denn im Austausch teilt man sich doch nochmal anders mit. Und das war bei uns eine spannende Erkenntnis. Wir haben die Teilnehmer in so kleine 2-Minuten-Breakout-Rooms geteilt, zu zweit. Und diese 3 Fragen haben sich gegenseitig gestellt. Und die Rückmeldung war, dass wie schnell alle extrem tief in die Materie eingestiegen sind. Und das ist auch eine der Kernerkenntnisse aus unserer Arbeitsgruppe. Das sage ich auch noch gleich, wer da alles bei war, jetzt bin ich gerade schon voll eingestiegen, dass der Austausch miteinander extrem wichtig ist, dass man sich mit anderen austauscht. Wenn man selber ein ungutes Gefühl hat oder eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass man das nicht für sich behält, aus Angst, es könnte auf mich selber zurückfallen oder da stehe ich blöd da oder oh, ich bin heikel oder sonst irgendwas, sondern dass man wirklich mit anderen ins Gespräch geht. Und das ist auch einer der konkreten Punkte, die wir bei uns entwickelt haben. Dass es zum Beispiel zum einen eine Anlaufstelle geben sollte, wo man sich hinwenden kann. Das gibt es zwar teilweise von SBKV, aber ich glaube, das sind eher so rechtliche Fragen. Aber dass man überhaupt zu jemandem hin kann, wo man ohne Angst und Sorge um Konsequenzen oder eben zum Beispiel, sei es nur, dass es negativ auf einen zurückfällt, hingehen kann. Und dann hatten wir uns überlegt, dass es vielleicht so ein Netzwerk geben könnte von Coaching-Partnern, dass man sich zur Verfügung stellt, wo jemand anders hin kann, dass man im 1-zu-1-Gespräch sich austauscht, weil oft ist es schon dieser erste Schritt, den man sich erstmal trauen muss. Und mit mir haben diese ganzen Sachen darüber diskutiert und haben wir uns ausgetauscht. Das waren neben mir noch die Angela Stöcklin, Manuela Runge, Benjamin Burger, Andrea Boll, Nadine Schwarz und Diana Rojas. Und die Gruppe fing recht klein an, ich glaube mit 3 und eben mit der Zeit sind wir 7 Leute geworden. Und immer wenn jemand Neues dazu kam, kamen wieder neue Aspekte rein und das war zwar auf der einen Seite war es etwas mühsam, weil manches Gefühl hatten, die von Anfang an halt immer wieder in der Materie waren, oh, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Und auf der anderen Seite haben wir da aber auch gemerkt, jede neue Perspektive ist eine bereichernde Perspektive und den ganzen Prozess zu erarbeiten ist einfach mühsam und viel Arbeit. Und da kann man nicht irgendwie so einmal klar durchgehen und sagen, jetzt haben wir den Strang, jetzt geht's los, sondern dass es einfach viel Aufwand braucht. Und da gehe ich gerade schon mal zur, wie gesagt, Mittelteil muss ich gerade ein bisschen improvisieren. Mit der Fragestellung, die ich eben euch in den Raum gestellt habe, eine Sache ist noch, war auch bei uns die große Diskussion. Zum einen braucht es, um Machtmissbrauch zu verhindern, eine gewisse Transparenz und Offenheit und andererseits auch wieder eine Anonymität, damit man eben nicht ausgestellt ist oder nicht weiß, irgendwie, wo die eigenen sensiblen Informationen hingetragen werden und so wirklich dann auch so ein Selbstläufer werden und auf einmal ganz anders woanders ankommen, als man selber losgeschickt hat. Und das ist halt auch irgendwie eine schwierige Gratwanderung zwischen eben, wie viel erzähle ich und in welchem Rahmen erzähle ich es. Und darum waren wir auch ganz glücklich, dass wir es, glaube ich, geschafft haben, einen guten geschützten Raum beim FS3-Anlass herzustellen, in dem dieser Austausch gut funktioniert hat. Und wir sind dann von dem 1-zu-1-Austausch in kleine Gruppen gegangen, in Breakout-Rooms, wo jeweils jemand einen Fall zur Verfügung gestellt hat, über den dann alle diskutiert haben, wo es dann sozusagen weg von der Person hin zu der Sache ging, um zu sehen, gibt es ähnliche Strukturen oder gibt es Wiederholungen und so. Und da gab es tatsächlich viele Parallelen von Einzelfällen hin zu strukturellen Angelegenheiten. Und ein großes Thema war da die Kommunikation. Was wird von wem, wie, an wen kommuniziert? Erfährt man Dinge, weil man gerade miteinander Kaffee trinkt oder gibt es einen offiziellen Raum, in dem man sich austauscht? Und da kam zum Beispiel ein Tool, dass man sagt, man hat zum Beispiel einen wöchentlichen Austausch, wo wirklich alles in die Runde getragen wird, wo man nachfragen kann, dass jeder auf dem gleichen Stand der Dinge, der Informationen ist, die wichtig sind. Das heißt nicht, dass jetzt jemand etwas hören muss, was jetzt vielleicht gar nicht in den eigenen Bereich fällt, aber dass ein Gefäß da ist, in dem man einen gewissen Informationsgleichstand erreichen kann.
Dann haben wir auch gemerkt, dass die Sprache sehr wichtig ist. Wie sage ich etwas und was sage ich? Irgendwie schließe ich damit jemanden aus oder greife ich schon was vor oder gebe ich eine wertende Haltung mit, was natürlich total menschlich ist. Aber der erste Schritt ist ja schon, dass man sich dessen bewusst ist und dann dadurch das auch zur Disposition stellen kann, wenn es für jemand anderen zum Beispiel nicht stimmt. Ich gucke mal kurz. Und was wir auch angesagt hatten bei uns war, als diese Fälle in die Runde getragen wurden, beziehungsweise in die kleinen Gruppen, dass es Vorfälle sind oder ja, eben, dass es Fälle sind, die schon länger zurückliegen, weil wir auch selber gemerkt haben, wenn man noch in einer Sache involviert ist oder die noch nicht so lange zurückliegt, dass man schnell so emotional behaftet ist, dass es schwierig ist, in so einem Raum mit anderen da wirklich gut sich austauschen zu können. Alles Weitere findet ihr eigentlich auf dem Blogbericht, den wir da für euch geschrieben haben. Und darum mache ich jetzt ein Schlusswort. Ich habe nämlich nicht die Zeit im Blick. Das Schlusswort ist, wie kann faire Praxis gelebt werden? Es gibt den Schritt, den Weg von außen und es gibt den Weg von innen. Von außen möchte ich ein Plädoyer dafür halten, faire Handeln, also faire Arbeiten und ethisches Handeln, dieser Code of Conduct, den wir entwickeln wollen, dass der machbar ist, dass der handhabbar ist, aber vor allem, dass er selbstverständlich in den Strukturen mitgedacht und mitgeplant wird. Das fängt schon bei ganz praktischen Sachen an, wie dem Budget, wie werden die Finanzen verteilt, wie ist die Dramaturgie. Einfach, dass der Code of Conduct ein essentieller Bestandteil eines jeden Betriebes ist und auch jedes Projektes, weil jede Produktion fängt wieder neu an und kann wieder neu sich darum bemühen, einem Code of Conduct gerecht zu werden, dass wir sozusagen wir aus der Szene heraus selber anfangen, das faire Arbeiten umzusetzen. Und eben, es ist ein mühsamer Weg, aber ich glaube, der lohnt sich ganz schön. Und wichtig ist auch, dass in den Betrieben, in Theatern, in den Förderstellen, dass es dort nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, dass man sagt, hey, wir haben Code of Conduct, wir haben davon schon mal gehört, wir wissen, wie man es schreibt, das war jetzt ein bisschen böse, Entschuldigung, aber dass man es auch wirklich annimmt, dass man sich der Arbeit stellt, weil wie es bei vielen Sachen ist, die eine gute Sache sind, am Anfang ist es wahnsinnig viel Arbeit, aber es zahlt sich so aus, dass der Lohn unterm Strich so viel größer ist, als das, was man am Anfang investiert. Genau, damit schließe ich. Vielen Dank. Okay, dann übernehme ich mal. Wir waren FS4, produktionsinterne Prozesse. Unsere Diskussion hat angesetzt beim Punkt Erwartungen, große Erwartungen, gegenseitige Erwartungen. Wir haben festgestellt, dass wir am Beginn von Produktionen oft relativ wenig Informationen sowohl über künstlerische als auch organisatorische Vorgänge haben, die den Prozess betreffen. Das läppert dann oft alles irgendwie so hinterher oder auch nicht. Und wir haben auch festgestellt, dass es nicht einfach ist, ungeklärte Erwartungen zu formulieren und zu veröffentlichen. Wir haben festgehalten, dass wir miteinander sprechen lernen müssen, üben müssen und haben uns vorgestellt, dass es hilfreich wäre, dafür Tools zu haben, dafür Werkzeuge zu schaffen, die uns helfen, dieses Sprechen, dieses Miteinander offen zu sprechen, auch heikle Sachen anzusprechen, gegenseitige Erwartungen zu klären, das zu trainieren. Und zuerst hatten wir über sowas wie eine Checkliste nachgedacht, die man so am Beginn einer Produktion so abhakt, quasi durchgeht und die wichtigsten Punkte enthält. Und das schien uns dann aber so ein bisschen technisch. Und dann haben wir gedacht, vielleicht wäre es gut, sowas wie ein Spiel zu haben. Und dass man eben wie ein Werkzeug benutzen könnte, um Fragen an einen Produktionsprozess wie strategisch, spielerisch strategisch durchzugehen, aber eben auch lustvoll durchzugehen. Unser Veranstaltungsformat war dann der gemeinsame Entwurf so eines Produktionsspiels. Wir haben es the Pre-Enacting Game genannt. Und die Aufgabe an die TeilnehmerInnen der Veranstaltung war, gemeinsam zu versuchen, für dieses Pre-Enacting-Game Spielmaterial zu generieren, zu entwerfen.
Wir haben auch ein Spiel deshalb als Format gewählt, um in der Veranstaltung zu zeigen, wir, die Themengruppe, die sich damit vielleicht intensiver auseinandergesetzt hat, weiß aber auch noch nicht, wie es geht. Also wir sind auf Augenhöhe und wir versuchen und probieren genauso. Wir hatten zu unserer Veranstaltung PraktikerInnen von außen als MitentwicklerInnen eingeladen. Von außen meint aus anderen Szenen. Im Moment sind wir ja noch so ziemlich Zürich-zentriert. Wir haben sie ausgewählt aufgrund ihrer Erfahrungen in Produktionsprozessen, zum Beispiel, weil sie seit 25 Jahren im selben Kollektiv arbeiten oder weil sie gerade eben nicht weil sie ganz oft in neuen Formationen arbeiten oder sich immer wieder an neue Gruppen anpassen müssen und da Erfahrungen sammeln. Und Diversität war ein Kriterium. Wir hatten uns außerdem überlegt, wie wir das schaffen, diese ganzen Beiträge produktiv festzuhalten und haben dann noch zusätzlich 6 AutorInnen eingeladen, die Veranstaltung mit einem künstlerischen Protokoll auszuwerten. Ihr findet diese Protokolle, die toll geworden sind und toll zu lesen sind, die findet ihr auf fairspec.ch. Und die AutorInnen vertreten diverse Positionen. Und jetzt gebe ich weiter an Patrick Müller. Unsere Veranstaltung hat am 24. April auf Zoom in Kooperation mit der Gessnerallee stattgefunden. Es haben über 80 Menschen teilgenommen und das Herzstück war die Arbeit in den Breakout-Räumen. Es war für uns eindrücklich und schön zu sehen, wie viele Leute da teilgenommen haben und wie dringlich und mit welcher Dringlichkeit und Aktualität dieses Thema spürbar war. Was uns über die ganze Zeit der Arbeit, aber insbesondere auch während der Veranstaltung immer deutlicher wurde, ist, dass wir in einer ziemlich komplexen Situation stecken. Wie generieren wir Wissen und Werkzeuge, ohne den Status quo zu reproduzieren? Also wie denken wir wirklich frei über interne Produktionsprozesse nach, während wir mit der Themengruppe ja gerade in einem stecken und sowieso die ganze Zeit in internen Produktionsprozessen stecken? Wir sind also Anwenderinnen und Denkerinnen gleichzeitig. Und diese herausfordernde Parallelität war auch in den Breakout-Rooms erlebbar. Die Frage war präsent, wie hat sich denn diese Gruppe, die wir hier bilden, zusammengesetzt? Ist denn die divers? Und wenn wir jetzt etwas kreieren, hat das diverse Aspekte? Ist sie im Gegenteil zu intern, zu szenig? Mit welcher Motivation sind die Menschen dabei oder wurden mit welcher Motivation eingeladen? Also was sind die Voraussetzungen dieser Gruppe und wie sind sie entstanden? Und natürlich waren diese Breakout-Rooms auch kommunikativ herausfordernd, weil die Situation war vielschichtig. Die Gruppen wurden moderiert, wir hatten Sparringpartner, wir hatten ein künstlerisches Protokoll, eine Gruppe von Menschen, die sich nicht vorher kennen und die auch der Gruppe unfreiwillig zugeteilt wurden. Und die Thematik war ja auch relativ komplex, da sehr meta, oder? Wir erfinden zusammen ein Spiel, das man zu Beginn einer Produktion spielen könnte. Wir spielen es nicht, wir erfinden es und wir sind ja eigentlich wie am Anfang einer Produktion jetzt gerade. Da hat sich gezeigt, das war so eine Erkenntnis, dass Struktur und Regeln helfen können, um mit der Gruppe zu kommunizieren. Und dann möchte ich auch nochmal betonen, dass wir sehr dankbar sind, dass wir uns für die Dokumentation mit den künstlerischen Protokollen entschieden haben, da diese Beiträge wirklich diese Vielschichtigkeiten und Komplexitäten abbilden. Also wenn man, ich weiß nicht, ob es für Leute so ist, die nicht da waren, aber wenn man da war, dann sieht man diese sehr Mannigfaltigkeit in diesen Beiträgen. Das war schön. Abgeschlossen haben wir die Veranstaltung mit einer Art Zoom-Memory indem wir uns alle nacheinander mit einem persönlichen Vorsatz für die nächste Produktion in den Samstag ausgecheckt haben. Und jetzt darf ich weitergeben an Sabine und Marcel. Ja. Marcel, möchtest du beginnen? Ich gebe den, den Bildschirm frei. Moment schnell. So. Voilà. Wir haben versucht, unter 4 Begriffen zusammenzufassen, was wir herausgefunden haben. Ja, ich beginne, Sabine, danke. Diversität. Wir wählen bewusst die Zusammensetzungen unserer Teams und suchen nach einer Vielfältigkeit in der Szene.
Wir reflektieren Privilegien und Chancengleichheit nicht nur als Thema auf der Bühne, sondern auch bei der Frage, wer in unseren Stücken mitmacht. Das zweite ist Kommunikation. Wir kommunizieren nicht nur über das Reden, sondern insbesondere auch über das Zuhören. Wir achten darauf, wer wie oft spricht. Wir geben allen Raum, gehört und wahrgenommen zu werden. Wir trainieren regelmäßig, methodisch und spielerisch mit wechselnden Leads unsere Kommunikation. Dann Vertrauen. Wir sind uns bewusst, dass ein grundsätzliches Vertrauen in der Gruppe aufgebaut und immer wieder thematisiert werden muss, um eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der alle angstfrei agieren können. So schöpfen wir das gesamte Potenzial der Gruppe aus. Das letzte Punkt, Wertschätzung. Wir praktizieren aktive Wertschätzung im Arbeitsprozess. Wir könnten noch dazu sagen, dass diese vier Punkte ist jetzt, wie Susanne und Patrick schon gesagt haben, aus einem ganz langen, sehr dichten Prozess jetzt mal vier Punkte, auf die wir uns geeinigt hatten, etwas dazu versuchen zu formulieren, wissen, dass man natürlich da auch diese ganzen Komplexität nicht wirklich gerecht wird, aber einfach mal suchen, in Richtung Kodex schon was zu fassen. Und in der Themengruppe waren außer Susanne, Patrick, Marcel und mir noch Anna Papst und Christopher Kriese. Genau, und ich weiß nicht, ob es jetzt Fragen gibt oder ob das der Zeitpunkt ist, um schon gewisse Kommentare zu machen. Wir haben unsere 10 Minuten nicht ganz ausgeschöpft. Vielleicht, wenn es eine ganz dringende Frage schon gibt oder einen Kommentar, haben wir Zeit dafür. Ansonsten würden wir weitergeben an die nächste Gruppe Ethik in der Praxis. Das ist nicht Ethik in der Praxis, sondern Förderung und Finanzierung. Vielen Dank, Marcel. Stimmt, sorry, ja. Wir waren plötzlich 4 und jetzt habe ich unter 5 geguckt. Richtig. Mach nichts. Übernehmen, mach gar nichts. Okay, also das Machtgefälle, die Abhängigkeit von der Förderung, die Begründung für Zu- oder Absagen einer Finanzierung, die Transparenz, die Entscheidungsprozesse dahinter. Also das waren quasi alles Initialzündungen für die Arbeit in unserer Themengruppe. Die Themengruppe besteht aus 4 Menschen. Das ist Christoph Rath, es ist Patrick Müller, das bin ich und Julia Morf. Was traut man sich zu sagen? Wer traut sich zu kritisieren und welcher Rahmen müsste von uns als TG für eine Veranstaltung dafür bereitgestellt werden? Wie kann gute Kommunikation mit Förderstellen gelingen, damit wir uns nicht eben ohnmächtig fühlen? Künstlerinnen der freien Szene haben im Kontakt mit Förderinstitutionen und Stiftungen die Rolle der BittstellerInnen. Sie stehen quasi nackt da. Die Mitglieder einer Kommission oder einer Jury sprechen aus der Rolle der EntscheiderInnen. Sie können ihre Entscheidungen auf die jeweiligen Förderkriterien abstützen. Durch diese Rolle sind sie geschützt. Bei der Planung unserer Veranstaltung gab es die Befürchtung, dass KünstlerInnen in einer gemischten Gruppe mit FörderInnen nicht die wunden Punkte benennen, da der Schutzraum nicht wirklich gewährleistet sein könnte. Gleichzeitig sollten sich natürlich auch FörderInnen nicht ausgestellt fühlen. Die Arbeit in der Themengruppe und generell, so kann ich glaube ich sagen, bei Fairspec beinhaltet immer anspruchsvolle Gleichzeitigkeiten. Wir arbeiten zum Beispiel an einem kommunikativen Leitfaden, während wir dauernd kommunizieren. Wir denken die Zukunft mit dem Wunsch, konkrete Veränderungen anzustoßen. Wir alle haben in diesem Prozess natürlich eine gelebte Biografie, eine Vergangenheit. Der Auftakt zu unserer Live-Veranstaltung von Förderung und Finanzierung fand im Kulturhaus Helferei statt. Gestartet haben wir mit einem offenen Brief, der vorab schweizweit an über 120 FörderInnen, an Mitglieder aus Stiftungen und Kommissionen versandt wurde und der mit Augenzwinkern auf die Beziehung zwischen Förderung und Kultur anspielte. Darin haben wir zu einem professionell moderierten Setting, zu einer Art Paartherapie eingeladen und hier
An dieser Stelle übergebe ich das Wort gerne an Patrick. Okay. Ja, es haben ungefähr vielleicht etwas mehr als 30 Menschen teilgenommen und ein Drittel davon waren Menschen, die in der Förderung arbeiten. Das war genau die Zeit der ersten Öffnung und für die meisten Anwesenden war es wahrscheinlich das erste Live-Treffen seit langer Zeit in einer größeren Gruppe. Und ich fand es durchaus berührend zu spüren, wie unbeholfen diszipliniert wir uns angestellt haben, da und die Masken gerichtet, immer schön versucht Abstand zu halten, immer wieder lüften und desinfizieren, draußen arbeiten. Vielleicht hat diese Unsicherheit auch dazu geführt oder war unter anderem auch ein Grund, wieso das ein bisschen weniger Leute teilgenommen haben, als wir uns erhofft hätten. Gleichzeitig war es eben der perfekte Rahmen für diese Runde, ein sehr vorsichtiger und respektvolles Aufeinanderzugehen. Wie gesagt, in der Helferei haben wir professionelle Moderation gehabt. Martin und Erich von Land in Sicht haben dann die Veranstaltung übernommen und mit ihnen haben wir auch lange diskutiert, wo wir ansetzen. Setzen wir bei Dingen an in der Vergangenheit, die tatsächlich passiert sind, die vielleicht schmerzhaft waren oder zumindest Verbesserungspotenzial hätten, dann hatten wir auch mannigfaltig Material. Oder ob wir hier und heute an einem Nullpunkt sozusagen starten möchten. Wir haben uns für Zweites entschieden und die beiden haben uns dann durch eine super dichte Gesprächsmatrix gejagt. Immer wieder mit unterschiedlichen Themata und Aufgabenstellungen hatte man unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und wir haben viel über konkrete Dinge gesprochen, mussten Aufgaben lösen, Entscheidungen treffen, präsentieren. Und ich hatte das Gefühl, an diesem Harttag einfach wirklich hart gearbeitet zu haben. Und über dieses gemeinsame in die Arbeit kommen, wurde auch eine Qualität installiert, die wir auch als gut empfanden oder als konstruktiv. Und wir haben sogar eine Gemeinsamkeit entdeckt, dass wir uns eigentlich alle gerne und intensiv für mehr Anerkennung der Kunst in der Gesellschaft einsetzen könnten. Teilweise war auch der Wunsch geäußert, dieses Treffen hat sich nicht in nichts konkretisiert. Es hat keine Maßnahmen, keine konkreten Veränderungen hervorgebracht. Und wir haben das Gefühl, dass die Veranstaltung ein Anfang war und sie das wirklich nicht leisten konnte. Aber nichtsdestotrotz wurden Zukünfte formuliert und Out-of-the-Box-Pläne geschmiedet. Und manches davon ist jetzt auch in der Arbeit, also in unserem Vorschlag oder in unserem Kondensierung der Punkte für den Kodex gelandet. Und damit gebe ich das Wort nicht ohne Excitement weiter an Christoph. Auch im Excitement. Hallo, ich präsentiere euch die 5 Punkte der Themengruppe Förderung und Finanzierung wie folgt. Das sind die 5 Punkte der Themengruppe, die wir gerne im Code of Conduct gespiegelt sehen möchten. Unser erster Punkt, Transparenz, das Wort ist heute schon öfter gefallen. Es braucht Transparenz, Punkte der Interessen einer Kommission oder Förderinstitution, Transparenz über Diskussionskultur und Kriterien, erhöhte Transparenz in der Förderpraxis, was die Zusammensetzung der Kommissionen oder die Förderkriterien betrifft. Ein Out-of-the-Box-Gedanke quasi, eine Fußnote dazu, darüber nachzudenken, nicht nur Absagen zu begründen, sondern Zusagen begründen zu müssen. Punkt 2, Kenntnis der Arbeitsweisen. Förderinnen bemühen sich um regelmäßige Visionierungen der aus öffentlicher Hand geförderten Projekte und Gruppen, damit sie Kenntnis über die künstlerische Arbeitsweise und die jeweiligen Arbeitszusammenhänge erhalten. Schriftliche Konzepte als einziges Werkzeug für erneute Einschätzung und Beurteilung durch Förderinnen sind über diese Kenntnisse hinaus zu erweitern und mit einzubeziehen. Punkt 3, Kommunikation auf Augenhöhe. Eine einseitige Abhängigkeit verlangt nach einer Sensibilisierung punkto Kommunikation auf Seiten der Förderer, FörderInnen. Selbst wenn man das System bzw. das Machtgefälle per se nicht ändern will, kann man zumindest die Kommunikation so gestalten, dass die Beziehung zwischen KünstlerInnen und FörderInnen
möglichst als Zusammenarbeit empfunden wird. Da braucht es auf Seite der FörderInnen ein erhöhtes Bewusstsein. Es geht darum, die FörderInnen auszubilden, wie in diesen komplexen und sensitiven Beziehungen, welche geprägt sind durch eine große Abhängigkeit und eine einseitige Machtverteilung, richtig und konstruktiv kommuniziert werden kann. Viertens, Out-of-the-Box-Finanzierung. Hier geht es darum, das System dahingehend zu ändern, dass Kunstschaffende nicht mehr existenziell abhängig sind von der Projektförderung. Es braucht eine Förderung, die unabhängig von Projekten und Arbeitslosenkasse oder Nebenerwerb das Existenzminimum sichern kann. Auch sollte so eine Out-of-the-Box-Förderung es den KünstlerInnen ermöglichen, ihre Familien und ihr künstlerisches Schaffen außerhalb ihres Wohnorts, zum Beispiel bei Residencies, zu unterstützen. Wir denken, die FörderInnenseite entwickelt einen Prototypen dem Systems eines bedingungslosen Grundeinkommens folgend, der außerhalb der Projektförderlogik funktioniert und das Existenzminimum der KünstlerInnen sichert. Die FörderInnenseite setzt diesen Prototypen um und evaluiert dann die Erfahrungen. Fünftens, regelmäßiger Austausch. Regelmäßige Austauschformate und Veranstaltungen zum Thema Förderungen sollen sowohl von Fachkommissionen, von geförderten Institutionen, beziehungsweise Theater- und Tanzhäusern und einer breiten Basis von KünstlerInnen möglich gemacht werden. Und so entsteht, wenn das alle machen, ein Common Ground. Das waren die 5 Punkte der Themengruppe Förderung und Finanzierung. Und ich habe jetzt die Freude, das Wort weiterzugeben an Gabi Meusisch zum Thema Ethik in der Praxis. Ja, danke, Christa. Ich werde jetzt unter diesem Titel einerseits die eine Veranstaltung Ethik in der Praxis kurz zusammenfassen, wirklich kurz, und würde ich noch gerne nach Durchlesen des gesamten Materials aus allen 5 Veranstaltungen ein Mini-Fazit abgeben, ohne dass ich etwas vorwegnehme für den Nachmittag oder für die Arbeit in den Breakout-Gruppen. Unter dem Titel Ethik in der Praxis fand die zweite, eigentlich nach der Nummerierung, die zweite Veranstaltung statt. Die wurde konzipiert, koordiniert und organisiert von Trixa Arnold und Nadine Schwarz. Ihre Fragestellung war, oder ihr Thema, vom ethischen Denken zum ethischen Handeln. Wie können, sollen faire Richtlinien festgehalten und umgesetzt werden? Also ihr hört, wir sind sehr nah an die heutige Zielsetzungen. Und dazu haben sie 2 Menschen eingeladen, die beide sehr große und intensive Erfahrung mit so einem Code haben. Es ging um die Fair Practice Code aus den Niederlanden und um Fair Arts Almanac aus Belgien. Aus den Niederlanden war Anne Breuer dabei. Und ich möchte jetzt darauf verzichten, dass ich die Werte und das ganze Regelwerk vorstelle. Wir haben das im Vorfeld so besprochen, damit es vielleicht auch euch die Arbeit nicht erspart dann in den Arbeitsgruppen nachher. Aber was ich sehr wichtig fand, Anne hat die Wichtigkeit der Mentalitätsänderung in der ganzen Szene betont, die Wichtigkeit der Machtabgabe und die Wichtigkeit der Selbstverpflichtung. Und sie hat auch erwähnt, die Möglichkeit, den Code, also den Kodex, als Förderungskriterium zu sehen. Es wird so praktiziert in den Niederlanden. Aus Belgien war Nicola Galeazzi, als Schweizer, aus Belgien eingeladen, der an diesem Fair Arts Almanac sehr intensiv mitgearbeitet hat. Und er meinte, Fairness ist nicht abschließend definiert und muss immer wieder neu verhandelt werden. Würde ich
ganz kurz zu diesem Mini-Fazit kommen. Und ich habe gemerkt, also alle, die von aus den Themengruppen berichtet haben, da sind schon sehr viele Begriffe, auch schon Werte oder fast schon konkrete Sachen für den Kodex formuliert worden. Deshalb verzichte ich darauf. Auch zum Kodex möchte ich jetzt nicht sagen, weil Thomas Schmidt macht dann zum Kodexwesen auch eine Einführung. Was mir aufgefallen ist, also was ich jetzt so mitteilen möchte, dass unabhängig davon, welche Werte, welche Forderungen, welche Punkte in so einem Kodex oder Regelwerk formuliert sind, sollen in konkreten Handlungsschritte übersetzt oder umgesetzt werden können. Und machen nur Sinn, wenn sie wirklich wie erlebbar oder gelebt sind. Ich habe noch, einfach um dies zu, in Erinnerung zu rufen, vom Initiativteam Verspec, die zwei wichtigen Sätze nochmals hervorgeholt. Warum haben Sie Verspec.ch ins Leben gerufen und was war damals das Ziel? Also welches Ziel haben Sie gesetzt? Einerseits Prozess zur Sensibilisierung für ethisches Handeln in der darstellenden Künste und Prozess zur Entwicklung fairer Richtlinien für die freie Szene. Auch wenn Verspec insbesondere für die freie Szene diese Richtlinien erarbeiten und anwenden will, freie Szene existiert nicht in einem luftleeren Raum. Wir haben auch jetzt aus den Themengruppen gehört, sie koexistieren mit allen Veranstaltern, allen Häusern, Förderern und weiteren Partnern. Das heißt, diese sollen auch und die Strukturen dieser Organisationen sollen auch in diesen Bereich einbezogen werden. Gründe und Quellen vieler Missstände sind in deren Strukturen und in den Systemen zu finden. Das heißt, es braucht auch dort Veränderungen und in den Regelwerken. Nichtsdestotrotz können und müssen die Fragen bezüglich Macht, Fairness und Respekt auch individuell bei jedem und jeder Einzelnen gestellt werden. Dankeschön. Also jetzt kommt eine Pause. Jetzt haben wir 15 Minuten Pause und dann gehen wir weiter mit der Workshop von Thomas Schmidt. In 15 Minuten. Bis gleich. Also machen wir weiter. Jetzt beginnt der Workshop mit Professor Dr. Thomas Schmidt von der Hochschule für Musik und Darstellerkunst Frankfurt am Main. Wir haben Thomas gefragt, weil er sich seit Jahren mit dem Thema Macht am Theater befasst. Er hatte zwei Bücher zum Thema veröffentlicht, Theaterkrise und Reform und die breit angelegte Studie Macht und Struktur im Theater. Er hat sich zudem intensiv mit dem Thema des Kodex befasst. Er hat außerdem verschiedene Schweizer Theater beraten und als Mentor der Gessner Allee, Teamleitung unter anderem fungiert. Thomas, du hast uns begleitet bei unserer Kick-Off bei Zoom letzten August in der Rote Fabrik und in der Zwischenzeit ist ganz viel passiert. Und wir freuen uns sehr, jetzt mit dir und alle Anwesenden den Verspec Kodex zu entwickeln. Du hast etwas vorbereitet. Und der Ablauf ist so, als wird Thomas uns eine 20-minütige Einführung geben. Und dann gehen wir in vier verschiedene Breakout-Rooms und daran werden wir in diesen Codes arbeiten. Und falls jemand ein Problem hat mit der eigenen Gruppe oder mit dem Breakout, kann sich schnell bei mir melden und ich kann euch einteilen in eine andere Gruppe oder gar nicht einteilen, wenn es so der Bedarf ist. Dann Thomas, ich übergebe dir das Wort. Ja, vielen Dank, Diana. Hallo erstmal an Sie alle. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Das schließt ja irgendwie den Rahmen ab. Ich war vor fast einem Jahr das erste Mal hier zu einem der Kick-Off-Veranstaltungen und was ich heute von Ihnen allen gehört habe, hat mich enorm beeindruckt, tief beeindruckt. Also die Arbeit, die Sie alle an diesem Kodex schon geleistet haben, übertrifft bei weitem das, was ich vermutet habe.
sodass ich mir wünschte, jetzt die Zeit zu haben, mein Workshop-Modell nochmal umzuschreiben. Nichtsdestotrotz ist es ja eine ganz, ganz wunderbare Voraussetzung dafür, dass wir nachher gemeinsam arbeiten. Sie haben alle schon wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen, um diesen Kodex zu erarbeiten. Voranschicken möchte ich auch, ich will gleich eine kleine Präsentation zeigen, dass ich Ihnen ein Modell von vielen möglichen vorstellen möchte, wie man zu einem solchen Kodex kommen kann. Wichtig dabei ist, immer daran zu denken, dass ein Kodex eine Vergemeinschaftung von Werten ist, ja, die eine Gemeinschaft sich setzen möchte. Sie ist weder eine Sammlung von verschiedenen individuellen Wertsetzungen, ja, also jeder hat ja seine individuellen Werte, eine bestimmte Moral, einen bestimmten Umgang mit Fairness und Respekt. Das ist aber, das fließt zwar ein, aber es muss eine Schnittmenge aus allem geben. Und das Zweite ist, ein Kodex darf kein Forderungskatalog sein. Ja? Zwar gilt der Kodex als die Maßgabe, die sich eine Gemeinschaft stellt und die man auch anhand bestimmter Indikatoren, sagen wir mal, jährlich messen kann. Aber man kann jetzt nicht zum Beispiel mit einem Kodex einen Forderungskatalog an die Förderer oder Förderinnen stellen, solange die nicht diesen Kodex nicht unterschrieben haben. Ja? Erst wenn die den Kodex mit unterzeichnet haben, ist es eine vergemeinschaftete Wertsetzung. Insofern hoffe ich, dass heute auch einige dabei sind aus dem Bereich der Förderer, vielleicht Mikro oder andere, die dann mitarbeiten können und auch ihre Aspekte der Werte, die ihnen wichtig sind, hier einfließen lassen. Ja, ansonsten ist es erst einmal der erste Kodex einer freien Szene im deutschsprachigen Raum. Das gibt es bislang weder in Deutschland noch in Österreich. Und es ist auch meines Wissens der erste in der Schweiz. Und da sind die Niederländer und die Belgier auch schon viel weiter, auch in Schweden, auch in Dänemark. Aber erstmal hier im deutschsprachigen Raum können Sie sich heute wirklich auf die Schultern klopfen, wenn wir das nachher geschafft haben, das zusammenzustellen, bereits jetzt. Denn viele der Dinge, und das zeige ich Ihnen gleich, sind ja schon eingeflossen in das, was wir nachher machen werden. Und jetzt versuche ich mal, meinen Bildschirm freizugeben. Können das alle sehen? Ist das gut einsehbar? Gibt mir ein Zeichen? Ja, super. Okay, gut. Wartet mal kurz, ich muss mal meine Bildschirmpräsentation aufkriegen. Das ist bei dem Dschungel an verschiedenen Dokumenten nicht so leicht. Ja, das war. Ah, hier haben wir es. Okay, ich habe diesen grünen Button gesucht. Also das Ziel, das wir uns heute alle setzen wollen, ist es unter der Fragestellung, welches sind die wesentlichen und auch machbaren Aspekte, die einfließen müssen. Ich habe das Machbare bewusst groß geschrieben, weil ich mir wünschen würde, dass Sie sich nicht Aspekte in den Kodex schreiben, die am Ende utopisch sind, ja, die man sich vielleicht in 2 oder 3 Jahren in den Kodex, der ja fluid ist, der sich ja jedes Jahr wieder erneuern lassen sollte, schreiben lässt, sondern schreiben Sie heute sich die Dinge rein, die wesentlich sind und unter den heutigen Bedingungen machbar. Denken Sie immer dran, es ist der erste Kodex, den Zürich sich setzt. Dann müssen wir auch der Frage nachgehen, welche Instrumente wir uns bedienen, um diesen Kodex zu erreichen. Wir haben heute schon erste Instrumente gehabt. Das war der Einfluss der Erkenntnisse der 5 Gruppen, dann jetzt der Workshop und dann nachher auch die Breakout-Sessions. Und wie groß und wie umfangreich muss ein solcher Kodex eigentlich sein? Ja, das ist auch wichtig. Man kann ihn natürlich auf 10 Seiten schreiben. Ich würde mal vorschlagen, ihn so kurz wie möglich zu halten.
Die Sitzung von mir, Diana hat es im Wesentlichen schon gesagt, ich werde kurz etwas über die Aufgabe und den Aufbau des Kodex sagen, etwas über Kompetenzen als Grundlage für einen Kodex, dann die Breakout-Rooms und am Ende machen wir nochmal ein Plenum. Da kommen die Ergebnisse und ein Ranking der wesentlichen Ergebnisse, weil ich festgestellt habe, dass jede der 5 Gruppen auch sich überschneidende, zum Teil ähnliche, wichtige Aspekte vorbereitet hat. Und ich zeige das mal, was ich eben vorhin mitgeschrieben habe. Das ist meine Mindmap ihrer Arbeit, die Sie geleistet haben. Und das ist wirklich auch nur ein Ausschnitt dessen. Ich habe nochmal für jede einzelne Untergruppe eine Mindmap gemacht. Und hier sehen Sie schon viele Punkte, wie Transparenz kam immer wieder, Diversität, dann wiederum Aspekte wie Vertrauen, Kommunikation, Strukturveränderung, Wertschätzung, Commitment, das Thema der Out-of-the-Box-Finanzierung, Code als Fördergrundlage. Das sind 2 Aspekte, da brauchen wir die Förderinnen, die müssen hier dabei sein, um das mitzuverhandeln. Ja, Fairness muss immer wieder verhandelt werden, ist ein wichtiger Punkt. Der ganze Kodex muss immer wieder verhandelt werden. Es muss Augenhöhe geben, Formate des Austausches, eine wechselseitige Kenntnis der Arbeitsweise, was wiederum sehr zusammenhängt mit Transparenz. Und sicherlich steht hier über allem Macht, Fairness und Respekt. Das ist so die Trias mit Transparenz, Inklusion und Diversität und Augenhöhe hier oben, die Corona, die ich aus allem herausgelesen habe, die immer wieder kommt und die sicherlich auch im Kodex auftauchen sollte. Was hat denn ein solcher Kodex für Aufgaben? Er war früher oft ein Moralkodex oder er war ein Ehrenkodex. Ja, Sie kennen das, der Kapitän verlässt als Letzter das Schiff. Und dann passiert es eben, dass wir verschiedene Zwischenfälle haben, da verlässt der Kapitän als Erster das Schiff. Dann ist so ein Kodex auch nichts wert. Oder wir haben Moralkodizes der katholischen Kirche oder auch anderer Versammlungen, was weiß ich, bestimmter NGOs oder bestimmter Gruppen, die sich einfach bilden. Auch die Banken haben oft Kodizes, nach deren Maßgabe sie ihre Kredite und ihre Richtlinien auch ausarbeiten. Und dieser Kodex sammelt heute Regeln und Verhaltensweisen ein. Das sind also die beiden wichtigen Punkte. Entschuldigung, ich muss nochmal zurück. Regeln und Verhaltensweisen. Und das sagte ich vorhin schon, die in einer spezifischen Gemeinschaft einem Ziel oder mehreren bestimmten Zielen dienen soll. Und ihr Ziel, das haben Sie sich ja an den ersten Sitzungen gestellt, ist ja auch die Fairness, das bildet sich ja auch im Namen dieser Veranstaltung ab, die Fairness zu erhöhen. Und das muss immer im Mittelpunkt dieses Kodex stehen. Es geht dabei meist um ethische Fragestellungen, es geht um Fragen der Gerechtigkeit, Fairness und Transparenz. Und es geht nicht um die Verallgemeinerung persönlicher Ziele, das sagte ich schon, sondern um die Vergemeinschaftung von Werten und es geht auch nicht um Forderungskataloge. Der Aufbau eines Kodex ist in der Regel dreiteilig. Er besteht zum einen aus der Präambel. In der Präambel werden die Zwecke, Ziele oder Motive dargestellt. Und das ist sozusagen die Basis oder der Konsens von Ihnen allen als Urheberinnen oder Autorengruppe heute. Und diese Präambel, da werde ich nachher Ihnen mal ein Beispiel zeigen, an dieser Präambel sollte auch eine der Gruppen feilen. Das wäre schön, wenn wir sagen könnten, dass eine dieser
Breakout Rooms an dieser Präambel arbeitet. Der zweite sind die Kernsätze. Diese Kernsätze enthalten die wesentlichen Punkte und Aspekte, die mit diesem Kodex verhandelt oder, glaube ich, festgehandelt geschrieben werden sollen. Das ist natürlich falsch. Es muss verhandelt und festgehalten werden sollen. Entschuldigen Sie bitte diesen Fauxpas. Das habe ich nicht so geplant. Ja, unter welchen Aspekten einigt man sich auf eine zukünftige Zusammenarbeit in der freien Szene Zürichs? Und dann kommt am Ende noch ein Schlusssatz. Dieser Kodex wurde am so und so vielten in Zürich erstellt. Er tritt mit der heutigen Wirkung in Kraft und wird in einem Jahr wieder überprüft. Ja, das sind die drei Teile, wobei der Schlusssatz der einfachste ist. Ich zeige Ihnen mal, wie so eine Präambel aussehen könnte, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Künstlerinnen und Kollegen der freien Szene Zürichs haben sich 2020 und 2021 im Rahmen einer Reihe von Workshops und Veranstaltungen der Initiative Fair Spec verschiedenen Themengebieten von Macht, Ethik, Fördermechanismen, Zugänglichkeit, produktionsinternen Prozessen auseinandergesetzt, um einen Fairness-Kodex zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht unsere künstlerische Arbeit und die damit verbundene Kunstfreiheit bringt eine hohe Verantwortung mit sich. Sie können ruhig auch Fotos davon schießen, wenn Sie die nachher mit in die Arbeit nehmen wollen. Wir verpflichten uns deshalb in diesem Kodex auf Verhaltensregeln, welche unsere Werte widerspiegeln und welche gleichermaßen gelten. Und hier auch nochmal drei Beispiele für Kernsätze. Wir verpflichten uns zu respektvollem, ethisch korrekten und fairem Verhalten einander gegenüber. Und das wäre zum Beispiel so ein Ausgangspunkt, den man immer wählen kann in einem solchen Kodex. Und am Schluss der Präambel sollte stehen, wir alle leben diese Werte oder wir alle leben und arbeiten mit diesen Werten, in deren Mittelpunkt das Wohlergehen der Menschen, insbesondere der Künstlerinnen und Kollegen, wie auch der Communities und der Stakeholder steht. So, zum Beispiel zu Fairness und Respekt. Wir gehen fair und respektvoll miteinander um, wie auch mit unseren Communities und Stakeholdern. Zu Integrität, ein Satz, der bislang noch nicht so oft aufgetaucht ist. Wir tragen dazu bei, das öffentliche Vertrauen in die freie Szene Zürichs bei Stakeholdern und Communities zu sichern und auszubauen. Und der dritte Punkt ist Augenhöhe. Unsere Arbeit und Kommunikation erfolgt auf dem Prinzip Augenhöhe, um Hierarchien in unserer Arbeit auszuschließen. Und Schlusssätze, das kann ich nachher wirklich auch nochmal in die Gruppen geben oder ihr könnt das jetzt hier raus fotografieren. Das würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, enthalten die Punkte, die ich vorhin auch kurz genannt habe. Ich komme jetzt mal zu dem, was mir wichtig ist in der heutigen Sitzung. Diana, gibst du mir nachher ein Zeichen, wenn ich 5 Minuten vor Ende bin, damit ich nicht die Zeit überziehe, ja? Alles klar. Dankeschön. Kodex sind, ich habe keine Uhr bei mir. Ein Kodex entsteht im Wesentlichen aus Kompetenzen. Und diese entstehen in der Verknüpfung von Fachwissen mit ihren praktischen und kognitiven Fähigkeiten und den persönlichen, sozialen und Verhaltenskompetenzen. Das wesentliche Instrument ist der Spiegel. Ich komme nachher nochmal auf diesen Spiegel. Kompetenzen besitzen wir ja alle. Wir kennen das ja oft, sagt man auch Skills, Personal Skills, kommunikative Skills. Es gibt auch die Übersetzung von Fähigkeiten.
Und man kann das auch in einer solchen Wolkendarstellung festhalten. Wir haben in der Mitte immer das Wissen, das wir gerade besitzen. Und wir haben die kognitiven Fähigkeiten, die Verhaltenskompetenzen in Gelb, die sozialen Kompetenzen und in Rosa die persönlichen Kompetenzen. Und das zusammen bildet immer das jeweilige Cluster für eine Kompetenz. Das heißt, haben wir eine besondere Kompetenz im Bereich Kommunikationsfähigkeit oder haben wir eine besondere Kompetenz im Bereich empathischen Umgangs? Ja, das sind alles, es gibt also über 100 Kompetenzen, die wir brauchen und alles, jeden einzelnen Aspekt, den Sie vorhin in der Übersicht genannt haben, die ich aus Ihren einzelnen Vorträgen entnommen habe, sind Kompetenzen. Wie kommt es zu dieser Kompetenzentwicklung? Also, wie kann man das Thema der Kompetenzen konsequent einbinden in die Entwicklung eines Kodex? Ein Code of Conduct, ich habe hier wieder eine Mindmap gemacht, besteht aus unterschiedlichen Strängen. Ja? Und Sie sehen hier, dass ein solcher Code im Wesentlichen auch dem entspricht, was Fairspec ja auch in den letzten Einzelsitzungen erarbeitet hat. Es gibt hier auf der einen Seite die Fairness-Ebene. Dazu gehören natürlich Respekt, Transparenz, Vertrauen und Augenhöhe. Ein anderer Bereich liegt im Bereich ethischen Verhaltens, Compliance und Integrität. Und der dritte Bereich im Bereich der Kommunikation. Ich würde hier auch die Nachhaltigkeit mit einbeziehen, die ich vorhin noch nicht gehört habe, die aber auch eine wesentliche Kompetenz sein könnte, weil natürlich auch das nachhaltige Arbeiten mit Ressourcen immer auch eine Grundkompetenz auch im Theater sein sollte, in den darstellenden Künsten. Die Augenhöhe taucht hier nochmal auf, das ist bewusst so. Einmal ist es die Augenhöhe in Bezug zur Fairness und hier ist es die Augenhöhe in Bezug zur Kommunikation. Und dann haben wir als vierten großen Strang den Strang der Kollegialität und des Team Spirit. Also so kann man zum Beispiel ein Code of Conduct auch in einer Mindmap erst einmal aufbauen. Wer das von Ihnen kann, kann das in der Gruppe auch nutzen nachher. Das hängt ein bisschen auch davon ab, ob Sie sich schon mal damit befasst haben. Ansonsten notieren Sie sich das einfach. Das ist wirklich gleichermaßen gut. Ja? Ich habe das hier nur der Übersichtlichkeit halber gemacht, weil die Aufreihung von Begriffen müde macht. Ja, ich gehe hier nur ganz schnell durch, weil wir das auch schon genannt haben. Die wesentlichen der Aspekte, die ich hier nochmal im Einzelnen nenne. Und das ist jetzt hier ein Kompetenzspiegel. Das sieht für Sie erstmal aus wie ein großes, buntes Schachbrett. Aber hier in diesen Kompetenzfeldern liegen die wesentlichen Kompetenzen, die einander berühren. Und ich habe dieses Modell entnommen von zwei Psychologen, Erlenbruch und Rosenstiel aus dem Jahr 2013, die das erarbeitet haben. Und die haben hier oben, ich zeige Ihnen das gleich genauer, die ganzen persönlichen Kompetenzen angesiedelt. Hier unten die kommunikativen, hier die fachlichen Kompetenzen und hier oben die Handlungskompetenzen. So sieht das dann aus, wenn man das ein bisschen in ein übersichtliches Karree zurt. Und hier will ich Ihnen mal einer Übersicht die persönlichen oder personalen Kompetenzen zeigen, die hier oben in diesem ersten Bereich ihren Platz nehmen. Und da finden wir zum Beispiel ethisches Verhalten, Integrität, respektvolles Verhalten, Kollegialität, Loyalität, Fairness und Hilfsbereitschaft. Ich habe diese Übersicht den Moderatoren, die nachher mit in ihre Gruppen gehen, mitgegeben,
damit sie diese Übersichten nutzen können. Weil viele der Aspekte, die hier noch genannt werden, wie Mentoring, habe ich vorhin gehört, ein Mentoring aufzubauen für die Jüngeren oder vielleicht noch nicht so lange in der freien Szene arbeitenden Gruppen, die man dann damit in die Hand nimmt, gehören natürlich auch genauso hier rein wie der Umgang mit Kreativität oder der Umgang mit Sensibilität. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Umgang zwischen den einzelnen Mitgliedern, die sich in diesem Kodex zusammenschließen, auch durch eine hohe Sensibilität gekennzeichnet ist. Und hier ist etwas, was ich sehr, sehr gerne in diese Kodizes einbinde. Das ist auch der Aspekt der Lernbereitschaft. Wir wollen lernbereit sein, um einen Kodex und die damit verbundenen Aufgaben immer weiterzuentwickeln. Ja? Ich gehe mal weiter in den nächsten. Das sind die sozial-kommunikativen Kompetenzen. Sie alle kennen das. Das wird ja oft auch eingefordert bei bestimmten, ja, was weiß ich, in bestimmten Programmen oder bei Bewerbungssituationen oder wenn man in einem Trainee-Programm arbeitet, dann wird immer nach den kommunikativen Skills gefragt. Ja. Man kann sagen, das sind die 16 wesentlichen kommunikativen Skills, die eine Persönlichkeit ausmachen. Sie machen aber auch auf einer größeren Ebene eine Organisation oder einen Verbund aus. Und das wäre zum Beispiel Fairspec oder die freie Szene. Und was wünschen Sie sich aus diesen kommunikativen Fähigkeiten eigentlich für Ihren, für Ihren Kodex? Gehört Transparenz hier rein? Ich glaube doch mit großer Sicherheit. Teamfähigkeit, auch die Orientierung und die Ausrichtung nach den Stakeholdern, also für wen spielen wir eigentlich und wer sind unsere Mitglieder? Stakeholder sind ja immer beides. Die gehören, sind die Mitarbeiterinnen, die Mitglieder, aber sind auch alle, die unser Theater schauen. Es betrifft auch, ja? 5 Minuten. Okay, wunderbar. Wir sind auch schon ziemlich weit. Und das betrifft auch die methodische und Handlungskompetenz. Wie gesagt, Sie bekommen diese Tabellen nachher alle mit in Ihre Gruppen. Ich habe mir das so gedacht, dass wir jeweils in einer Gruppe uns im Wesentlichen auf eine dieser Kompetenzarten konzentrieren, wobei wir auch eine Gruppe brauchen, die sich auf die Präambel konzentriert, sodass wir im Wesentlichen sogar 5 Gruppen bräuchten. Aber das müssen wir noch mal ganz kurz besprechen, Diana, ob das noch ginge, ob wir das noch umstellen können. Wenn nicht, machen wir 4 Gruppen und bleiben bei dem Modell. Ja? Das ist okay. Dann würde ich sagen, lassen wir die Fachkompetenzen weg, denn hier finden wir die Wertschätzung als ein wesentlicher Punkt, die aber auch in vielen der anderen Kompetenzen vorkommt und merken uns die einfach und lassen die Fachkompetenzen weg und nehmen anstatt der Fachkompetenzen in die Gruppe der Fachkompetenzen jetzt die Präambel. So sehe zum Beispiel ein Kodex aus auf dem Bild eines solchen Kompetenzspiegels. Ja, das wären so die wesentlichen Kompetenzen und die können wir ja nachher mal abtragen, die Sie alle finden. Und dann machen wir am Ende dieses Workshops mal dieses gemeinsame Bild, wobei Sie in diesem Workshop, in den Sessions auch die Aufgabe haben werden. Und das ist zum Beispiel die ursprüngliche Matrix von Erlenbruch und Rosenstiel, nur damit Sie wissen, von wo das Ganze eigentlich ausgeht. Ja. Von wo ich das jeweils umarbeite. Ja, und jetzt zu den Sitzungen. Jede Gruppe stellt die Kompetenzen einer Kompetenzgruppe zusammen und dabei kann jedes Team auch weitere wichtige Kompetenzen ergänzen und auch erarbeiten. Und
Bitte beginnen Sie damit, Formulierungsvorschläge zu sammeln. Zwei der Gruppen haben das schon so wunderbar gemacht vorhin. Ich finde, diese sollten unbedingt erhalten bleiben und eingehen in den Kodex. Ich erinnere mich, dass die Aspekte der Kommunikation genannt worden sind, der Diversität, des Vertrauens, der Wertschätzung, aber auch der Transparenz, der Kenntnis der Arbeitsweisen, der Augenhöhe. Und diese 8 sollten wir unbedingt, oder 9 waren es, mit aufnehmen, aber weitere abbilden. Und noch Hinweise, die Kompetenzen aus dem Spiegel können eine Orientierungshilfe sein, müssen es aber nicht. Dabei gibt es in jeder Gruppe bereits Aspekte, die gesammelt wurden, die wir jetzt genannt haben, die unbedingt ihren Niederschlag finden müssen. Und diese Aspekte ergänzen die ausgewählten Kompetenzen und orientieren Sie sich daran, was Sie wollen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, und orientieren Sie sich bitte immer an dem Positiven, nicht an dem Negativen. Das, was die freie Szene in Zürich lebendig machen soll und lebendig macht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank. So viel als erster Eindruck von mir. Ich habe das ein bisschen umgestellt in der Pause. Und gebe meinen, muss ich raus, bin ich wieder raus? Es ist alles gut. Jetzt in den Breakout Rooms. Ja. Wird ihr euch einfach irgendwo. Gibt es Fragen noch zu den Breakout Rooms, wie die gestaltet werden sollen? Jede Gruppe hat eine Moderatorin, die aus dem Vorstand kommt, die sozusagen diesen Prozess moderieren wird. Und die wird auch bitten, dass es in jeder Gruppe eine Schreiberin gibt, die schon diese Aspekte aufschreibt und mit dem Geschriebenen zurückkommt in die Grund, in unser Forum. Und ich, ja, Sabine. Ich habe eine grundsätzliche Frage, ganz vielleicht anderer Art. Ja. Sie haben jetzt immer davon gesprochen, die freie Szene ist Zürichs. Ich kann nur sagen, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass wir diesen Switch gemacht haben, dass es plötzlich um Zürich geht. Ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, weil das hier quasi die Anwesenden das abbilden? Oder wie kam es zu diesem Schritt? Ja, das ist ein Fehler von mir. Sabine, den Fehler habe ich gemacht, weil ich in meiner Vorbereitung natürlich immer, habe alle, mit denen ich gearbeitet habe, in Verbindung gebracht zu Zürich. Ach so. Ich bitte um... Alles gut, ich wollte es nicht nur einordnen können. Das war ist ein Fehler von mir. Okay, alles klar, danke. Bitte. Johanna, ich kann dich nicht sehen, aber trotzdem. Johanna hat die Hand gehoben. Genau. Hallo. Ich wollte einfach noch ergänzen, weil gerade gesagt wurde, es gibt noch gar nichts Vergleichbares in der Schweiz und das ist komplettes Neuland. Das ist sehr wohl oder im letzten Jahr oder ich glaube im letzten und vorletzten Jahr erarbeitet von RESO, also vom Verbund der Tanzveranstalter Schweiz, ein Fair Practice Manifesto gab, was sich auch sehr orientiert hat an den Sachen, die es da in Belgien und so weiter schon gibt. Das kann man auf der Seite vom Website von RESO runterladen. Das ist ein wunderschönes Poster, wo auch die Idee eigentlich war oder ist, dass man sich das in den Orten aufhängt und sich daran orientiert. Da stehen eigentlich sehr viele von den schönen großen Wörtern drauf, die Fairspec auch so beackert. Also das finde ich ein bisschen, das wollte ich einfach unbedingt noch dazu stellen, dass es sehr wohl da schon einiges gibt in der Schweiz. Und umso besser. Umso besser. Und in meiner Recherche habe ich mich natürlich nicht auf Tanz konzentriert. Das ist auch ein Fehler gewesen. Aber Johanna Maria, du kannst ja nachher auch dein Wissen und deine Erfahrung in deine Gruppe mit einbringen. Ich werde den Link zu diesem Manifest einfach für alle in den Chat stellen. Ja, und es waren nicht nur Tanzmenschen beteiligt, sondern es war wirklich eigentlich vor allem Performing Arts Management Menschen aus der ganzen Schweiz dran beteiligt, aus allen verschiedenen Sparten. Darstellende Kunst. Ist das denn so umgesetzt worden schon in den Organisationen? Dazu weiß ich jetzt weniger, aber das kann man bestimmt nachlesen. Also es waren auf jeden Fall einfach sehr viele ProduktionsmanagerInnen
beteiligt, aber denke ich auch TänzerInnen und eben Veranstalter. Aber ja, genau. Ich glaube, es ist eher so eine Richtschnur. Das ist einfach eben ein Manifesto. Ich weiß es nicht genau, wie sich das unterscheidet von dem, was wir jetzt aushacken. Da gibt es bestimmt Unterschiede. Genau. Der Kodex ist eben sehr verbindlich. Ein Manifesto ist das nicht. Ja. Und ein Manifesto ist auch immer etwas, was sich auf einen Moment bezieht, während ein Kodex etwas ist, das für einen langen Zeitraum gedacht ist. Aber es ist toll, dass ihr das habt. Ich freue mich darüber sehr und wir können das gerne, das Material ja gerne verwenden. Das wäre schade, wenn nicht. Ja, Matthias. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass wir dieses Manifest natürlich kennen und dass wir am 23. September eine Veranstaltung zusammen mit Rezo machen. Also dieser Blick darauf, welche anderen Herangehensweisen an Fair Practice es gibt, den gibt es. Und eben, es gibt auch in Belgien, Holland, überall gibt es schon Versuche, damit zu arbeiten. Aber das sollte heute nicht im Zentrum stehen, was andere machen, sondern dass wir erstmal schreiben, einfach an dich, Johanna, weshalb wir das nicht zentral erwähnen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Breakout Rooms. Ich werde euch einteilen, falls es spezielle Wünsche gibt. Einfach direkt eine Nachricht zu mir schreiben und dann sehen wir uns gleich. Viel Spaß. Eine Information, Thomas wird mit Nadja hin und her spazieren und euch ein bisschen zuhören und ich freue mich hier in der Zentrale. Also bis gleich alle. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr uns auch erlaubt habt, Nadine und mir in die einzelnen Gruppen zu schauen. Wir haben ja vier Gruppen heute und wir möchten jetzt Folgendes machen, dass die Gruppen einzeln durch ihre Sprecherin vortragen, was sie erarbeiten konnten, während wir versuchen, parallel zu sammeln, was ihr erarbeitet habt. Also wenn ihr vielleicht in den Chat stellen könnt, euren schriftlichen Arbeitsstand, würde uns das helfen, die Dinge auch später zusammenzufassen. Was mir aber klar wird, ist bei der Menge an Material, dass es heute sehr schwer wird, einen Kodex, einen endgültigen Kodex, man kann nur einen vorläufigen Entwurf erstellen. Ja, da bitte ich euch, das zu berücksichtigen. Dazu fehlt uns einfach noch eine Stunde am Ende. Wir versuchen, so weit zu kommen wie möglich. Die Gruppe 1 könnte jetzt bitte beginnen. Sollen wir anfangen mit der Präambel, vielleicht mit Matthias? Ja, das meine ich mit Matthias Gruppe. Ja. Ach so. Sorry. Jetzt haben wir nicht verabredet, wer das präsentiert. Muss ich, soll ich? Lesen können es, glaube ich, alle von uns. Gerne, Matthias. Okay. Dann kopiere ich das direkt in den Chat. Oder soll ich zwei Worte dazu sagen, welche Probleme wir hatten? Ja, unbedingt. Und auch was dazu sagen, bitte. Gut. Also hier ist es. Ah, ist sie schon drin? Nee, das ist sie. Die erste Frage, die sich uns gestellt hat, war die nach dem Wir. Wer ist dieses Wir? Was ist mit allen, die vielleicht einmal an der Veranstaltung dabei waren oder einmal einfach einen Blogbeitrag kommentiert haben und heute nicht dabei sind? Fanden dann aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, den ersten Satz richtig rumformuliert, dass er nämlich nur festhält, wer von welchen Gruppen Menschen an diesem Prozess beteiligt waren. Der erste Satz sagt also nur, wir haben den ein bisschen erweitert, KünstlerInnen und VertreterInnen von Institutionen der freien darstellenden Künste sowie Förderstellen haben sich 2020/21 im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen der Initiative Fairspec mit verschiedenen Themengebieten vertieft auseinandergesetzt, um einen Fairness-Kodex zu entwickeln. Darauf sind wir dann gekommen. Fairness-Kodex war jetzt so ein Wort, was man vielleicht noch ändern könnte. Und dann haben wir eigentlich am längsten darüber diskutiert, wie man die künstlerische Arbeit, also jetzt sind wir beim zweiten Absatz, mit dieser sozialen Verantwortung verknüpft.
sagt, also ganz verkürzt gesagt, sagt man jetzt, wir wollen eigentlich nur Kunst machen, trotzdem sind uns soziale Werte wichtig, oder wir sind in erster Linie soziale Menschen, machen aber nebenbei Kunst. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also die Verknüpfung, die Thomas vorgeschlagen hat über die künstlerische Freiheit, also zu sagen, weil uns die künstlerische Freiheit wichtig ist, ist damit eine Verantwortung verknüpft. Das war uns zu schwammig und wir haben es geändert darauf, dass wir drei Sätze daraus gemacht haben. Also der erste ist noch von Thomas übernommen. Im Mittelpunkt steht die künstlerische Arbeit. Also wir sind nach wie vor künstlerisch arbeitende Personen. Johanna sagt, der Post wird nicht angezeigt. Johanna, was meinst du? Im Chat? Ja, genau, im Chat. Also mir wird sozusagen nur ein graues Viereck angezeigt. Vielleicht ist das bei anderen anders, aber ich sehe keinen Text. Ich versuche das nochmal. Besser? Ja, jetzt ist es super, danke. Okay. Also wir haben dann daraus gemacht, im Mittelpunkt steht die künstlerische Arbeit. Jeder künstlerische Prozess ist auch ein sozialer Prozess. Also wir haben da schlussendlich, wenn ich das richtig verstehe, uns eigentlich für eine Verknüpfung entschieden, die das einfach als Tatsache hinstellt, dass sich das eine ohne das andere eigentlich nicht denken lässt. Und dass es vielleicht in diesem Kodex auch darum geht, daran zu erinnern, dass das untrennbar verknüpft ist. Der dritte Satz schließt dann an mit, damit geht eine hohe Verantwortung einher, sowohl hinsichtlich der künstlerischen Freiheit, als auch des umsichtigen Miteinanders. Im dritten Absatz wird dann ein neues Wir definiert, indem wir jetzt plötzlich von denen sprechen, die diesen Kodex unterzeichnen. Das musst du vielleicht dann sagen, Thomas, wie das läuft, ob da einfach eine Sammlung von Unterschriften drunter ist. Aber wir haben das mal so gedacht. Wir, die Unterzeichnenden, verpflichten uns in diesem Kodex auf Verhaltensregeln, welche unsere Werte widerspiegeln und für alle gleichermaßen gelten. Wir erhoffen uns, dass diese Werte in alle Arbeitskonstellationen hineingetragen werden und dass sich viele weitere dieser Wertgrundlage anschließen. Das ist noch nicht so ganz fein formuliert, aber genau. Möchte jemand aus unserer Gruppe noch was hinzufügen zu dem Gesagten? Ich habe fertig. Dann wäre die zweite Gruppe Susanne. Vielen Dank, Matthias. Ich, Diana, ganz kurz. Ich möchte erst mal fragen in die Runde insgesamt, ob es Verständnisfragen dazu gibt, die wir jetzt schnell klären, bevor wir die vergessen. Nicht, dann ist gut. Dann können wir weitergehen. Aber habt ihr noch zu einzelnen Aspekten, die in den Kodex gehen sollen? Habt ihr dazu noch was geschafft oder war das die Zeit zu kurz? Wir haben tatsächlich gerade so die Präambel geschafft. Okay, aber trotzdem vielen Dank. Mit dem Unterzeichnen, das kann man dann zum Beispiel so machen, dass alle nochmal zu einem Termin zusammenkommen und das vielleicht mit einem, ihr habt ja nochmal eine nächste Veranstaltung geplant und das dann feierlich unterzeichnen zum Beispiel. Mhm. Aber das müsst ihr entscheiden im Vorstand. Ich glaube, es gibt zwei Fragen von Juliane und von Marcel. Michelle muss mich kurz stumm machen. Genau, ich wollte nur fragen, weil in dem Vorschlag von Thomas war es dieses, dass man sich auch in der Präambel reinschreibt, wie wir überprüfen das nochmal in einem Jahr. Und genau, ich wollte fragen, ob das bei euch, also ob ihr keine Zeit, also genau, welche Überlegungen sind, weil das jetzt nicht mehr drin steht. Das kommt in den Schlusssatz, Juliane. Wir haben dich gehört, Juliane. Ja. Ah, sorry, aber ich habe Thomas nicht gehört. Weil... Das kommt in den Schlusssatz. Ah, sorry, ja. Danke. Marcel. Wir haben ja auch später noch Zeit für eine Diskussion, aber ich wollte es einfach schon mal anmerken, dass ich wie einfach gerne den Begriff dir sehr fern jetzt noch mal diskutieren wollte. Ich denke da schon länger dran rum und ich weiß, dass das ersetzt durch was anderes, aber
er hat halt einfach so eine koloniale Konnotation, die ich nicht zeitgemäß finde oder wo ich mir wünschen würde, dass wir das nicht reproduzieren. Aber das wollte ich nur mal schon für die Diskussion vormerken vielleicht. Mhm. Danke, Marcel. Sibylle. Was mir in Bezug auf das Unterzeichnen noch durch den Kopf geht, ist es, wenn ich in der Gruppe zusammenarbeite und ich möchte diesen Kodex auch als Basis für diese Zusammenarbeit nehmen, unterschreiben wir ihn dann? Also das eine ist, wie das für eine Szene steht, und das andere ist, dass ich sie ja wirklich ganz konkret auf meine Arbeit oder in meine Arbeit mitnehmen kann. Also ja. Dass es wie ein Muster in dem Sinne oder eine Vorlage ist. Also zum Beispiel Theater, einzelne, die schon Kodizes haben, machen das so, dass sie das an ihre Verträge für jeden, der neu ins Haus kommt oder der als Gast mitarbeitet, mit unterzeichnen lassen. Das ist der Kodex für Fairness, der Kodex für Transparenz oder für Macht, Minderung, Milderung, wie auch immer, ist Bestandteil dieses Vertrages. Ja, das liegt dann aber in eurer Entscheidung. Also wenn ihr das so vereinbart heute, dass der Kodex eben für alle künstlerischen und sozialen Arbeiten gilt, dann ist das so. Das müsst ihr aber heute gemeinsam entscheiden am Ende. Über die Reichweite, ja? Gibt es noch Fragen? Sonst können wir Gruppe 2 mit Susanne gehen. Gib mal meinen Bildschirm frei, kurz. Also wir haben einen Teil dieses Kompetenzspiegels erstmal benutzt für, wir haben die personalen Kompetenzen, um einfach Begriffe zu sammeln. Empathie war sehr schnell da, Respekt, Sensibilität, Achtsamkeit. Wir haben dann auch so ergänzt eben gemerkt, Solidarität, Hilfsbereitschaft gehört irgendwie zusammen. Aktives Zuhören, also wir haben erst Zuhören gehabt und haben auch gemeint, dass es sehr wichtig kam, dann zu aktivem Zuhören, Lernbereitschaft, dann der Punkt der Selbsteinschätzung, Augenhöhe, Bewusstsein für Machtstrukturen, Kritikfähigkeit. Darüber haben wir viel nachgedacht in Bezug auf die Menschen, die in Machtpositionen sind, dass die sich selbst dass sie permanent sich selbst einschätzen müssen und auch ein Bewusstsein für ihre Position haben. Integrität, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, die Eigenverantwortung, darüber haben wir auch länger gesprochen. Also auch sozusagen sich selber auch zu wissen, dass ich selber verantwortlich bin für das, wozu ich mich verpflichtet habe, das immer wieder auch zu reflektieren. Wir haben mal so ein paar Sätze versucht, die schreibe ich mal in den Chat, Augenblick. Das sind aber, ich mache mal meinen Stopp hier. Okay, wie kann ich das jetzt im Augenblick an alle? Das will da nicht rein. Okay, dann muss ich das nachher machen. Ich kann das irgendwie nicht da reinkopieren. Okay, dann teile ich nochmal meinen Bildschirm. Ups. Sorry. Seht ihr jetzt den richtigen? Nein. Jetzt. Jetzt. Okay, Entschuldigung. Wir hatten vor allen Dingen Empathie, haben wir gesagt. Empathie als zentrale Kompetenz, als Voraussetzung eigentlich für alles Handeln, für alle personalen Kompetenzen. Aktives Zuhören ist Schlüssel und Zeichen des Respekts für den Miteinander-Flow.
der Mut, einen Konflikt frühzeitig anzusprechen, um Schwächere zu schützen, Bereitschaft, sich angreifbar zu machen, sich zu öffnen, die Zivilcourage, Tabus anzusprechen, die Harmonie kurz zu gefährden, Konflikte aushalten zu können, konstruktives Konfliktverhalten. Also das sind noch keine, da müssen wir noch einfache Sätze draus bilden. Solidarität und Hilfsbereitschaft gehören zu einem gelingenden Prozess. Dann das Bewusstsein, dass mit dem Kodex die Strukturen ja erhalten bleiben. Also die Fähigkeit, Kritik annehmen zu können als Voraussetzung für ein umsichtiges Miteinander. Das hatte ich eben schon gesagt, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, eigene Machtpositionen zu reflektieren, damit sie anderen nicht schadet, sondern fördert, damit sie andere fördert. Achtsamkeit und Sensibilität bedingen einander. Dann Inklusion entsteht nur, wenn man sich bewusst ist und bereit ist, Privilegien abzugeben. Über die Verantwortung für das eigene Handeln eben übernehmen. Also selbst die Eigenverantwortung heißt auch Verantwortung für die Gruppe. Und auch nochmal den Punkt, dass Macht, weil wir darüber auch wieder viel gesprochen haben, dass Macht nicht nur negativ konnotiert ist, dass Macht auch gleichbedeutend mit Verantwortung ist. So ist ein bisschen Fetzen hin und her. Möchte jemand aus meiner Gruppe das noch weiter präzisieren oder ergänzen? Susanne, kannst du das in den Link kopieren? Also als in den Chat, das hat eben irgendwie nicht. So wie Matthias das gemacht Link. Hat. Ja, dass du einfach an alle den Link schreibst und dann kopierst du die Sätze da rein. Ja, wenn du es nur kopierst, wie wenn du es in ein anderes Formular kopieren würdest, dann geht es ins Chat. Genau. Aber nicht als ganze Datei. Also ich habe jetzt nur die Sätze eigentlich kopiert. Genau, kopier die und mach's wie Matthias und setz die rüber an alle. Dann können wir die direkt übernehmen. In Chat? Ja, an alle. Aber Sie wollen, muss ich das in Datei dann oder? Nein. Und machst an alle und kopierst das in den grauen. Kannst du die Nachricht eintippen? Da steht Versenden an alle. Tippen Sie. Tippen Sie Ihre Nachricht ein und dort rein machst du das. Yes, I try, aber es geht nicht. Ich will es da reinsetzen. Schick mir doch sonst als Mail, Susanne, kurz den Text, dann probiere ich von ja. mir aus. Entschuldigung, ja, ich schicke. Direkt als Administrator kann, glaube ich, das schon schicken. Schick mir das. Keine Ahnung, es lässt sich nicht reinkopieren. Ich schicke es dir danke, Susanne. Kurz, Marcel. Mhm. Thomas, willst du Fragen stellen? Ja, ich habe eine Frage an die Gruppe. Vielen Dank erstmal, das ist schon eine tolle Reihung. Wir werden sehen, dass es nach ein paar Überschneidungen gibt. Ich habe versucht, so gut es geht, jetzt mitzuschreiben. Ich wollte euch fragen, ist das schon euer Ranking in der Wichtigkeit und Dringlichkeit der Aspekte, die in den Kodex müssen? Habt ihr das in dieser Reihenfolge gearbeitet? Ja? Also ich glaube, es war so ein spontan Ranking, aber nicht durchdacht. Aber da sind wir nicht dazu gekommen. Das war jetzt ganz am Ende, haben wir das noch aufgeschrieben, oder? Ihr besprecht mir, wenn ja. ich falsch liege. Weil wir ansonsten am Ende das für alle machen müssen. Wenn wir jetzt aber schon so ein bisschen ein Ranking hätten von euch, könnten wir später schauen, welche sind die wichtigsten Aspekte, ich schätze mal alle, die ihr aufgeschrieben habt, bislang, und auf welche könnte man unter Umständen verzichten. Ja, der Kodex kann nicht 20 Aspekte aufnehmen. Dazu ist er dann zu groß und dann verliert sich alles. Vielleicht könnt ihr das auch jetzt noch nach einer Pause noch mal überlegen, damit wir das dann zusammenstellen können. Vielen Dank an euch, aber tolle Arbeit.
Diana, dann können wir weitergehen. Genau. Wenn es keine Fragen gibt, dann gehen wir zur Gruppe Nummer 3 von Gabi. Genau, ich wollte jetzt Katrin und oder Sabine fragen, weil sie haben sich bereit erklärt zu schreiben und haben auch etwas erstellt. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass es sehr schwierig ist, mitzudiskutieren und denken und schreiben gleichzeitig. Mhm. Das ist, weil, ja, vielleicht kann ich so im Vorfeld, bevor ihr etwas, vielleicht können wir das auch in den Chat stellen, was ihr geschrieben habt oder notiert habt. Grundsätzlich haben wir ein bisschen gekämpft mit diesen Begriffen. Wir hatten ja Handlungskompetenzen, also wo wir zum Teil doch stark so ein bisschen diese Manager- oder Marketing-Sprache auch rausgehört haben und haben wir versucht, die zu übersetzen. Und also eben für die Aufgabe und auch für unsere Sicht sozusagen. Und was noch festzustellen ist vielleicht, aber es ist nichts Neues, dass eben bei Handlungskompetenzen spielen ja sowohl personale, kommunikative wie Fachkompetenzen mit. Also das ist wirklich ein großes Becken. Katrin, kann ich dir das Wort geben, dass du... Katrin hat jetzt etwas in den Chat gestellt. Genau, im Chat habe ich einen Link zu einem Dokument, wo wir reingeschrieben haben. Und das Dokument selber ist gemischt von unseren Überlegungen und teilweise schon einzelnen Sätzen, die wir dann schon aus der Diskussion haben formulieren können. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, jetzt ist hier so komisch angeklickt. Ach du je. Ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht alle so mal. Jetzt ist besser, genau. Und so haben wir ja die Handlungskompetenzen und haben versucht, aus der Auswahl von Ihnen, Herr Schmidt, verschiedene Begriffe rauszusuchen. Das, ich kann ja mal anfangen, vielleicht kann dann Sabine übernehmen oder Petra nachher noch. Und zwar haben wir die Begriffe Belastbarkeit, Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit, Konstruktivität und Kommunikation. Die sind so in dem Diskussionsfokus gewesen. Bei der Belastbarkeit haben wir, es ist gewährleistet, dass das Arbeitspensum in einem gesunden Maß stattfindet und Pausen und Regeneration möglich sind. Diese werden in der Planung und Umsetzung berücksichtigt. Und dann sind wir noch einen Schritt weiter gegangen, dass wir sagen, es wird am Anfang miteinander kommuniziert, wer wie belastbar ist. Darüber gibt es eine Transparenz und vor allem auch eine Akzeptanz in der Gruppe, so dass geringere Belastbarkeit kein Ausschlusskriterium oder Makel ist, jemanden nicht als vollwertig in einer Produktion wahrzunehmen oder Kompetenzen abzusprechen. Und auch wichtig am Anfang, dass geklärt wird, welche Entscheide liegen bei wem in der Gruppe und dass die Erwartungen der Beteiligten an das Arbeitsumfeld gleich zu Beginn geklärt sind, dass da keine unausgesprochenen Missverständnisse kommen, die dann später vielleicht wieder mühsam bearbeitet oder besprochen werden müssen. Und dann haben wir es versucht, auf den Satz zu formulieren. Wir verpflichten uns, achtsam mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Kapazitäten hinsichtlich der Belastbarkeit umzugehen, was eventuell aber auch noch ergänzt werden könnte. Genau, möchtest du weitermachen, Sabine? Ja, gerne. Genau, vorweg, wir haben es einfach in dieser Reihenfolge, sind die Begriffe gekommen und wir haben es nicht gerankt, weil du das gefragt hast, Thomas. Aber ja, vielleicht ist es auch kein Zufall, dass es in dieser Reihenfolge passiert. Der zweite Begriff war Nachhaltigkeit. Hier haben wir Nachhaltigkeit erstmal so versucht zu greifen. Wir verpflichten uns, achtsam und nachhaltig mit unseren physischen, materiellen und psychischen Ressourcen umzugehen. Das heißt natürlich Nachhaltigkeit in einem ganz weiten Begriff auf die Produktionsprozesse angeschaut und nicht nur, aber auch in einem ökologischen Sinne. Bewährte Strukturen und Arbeitsweisen in nächste Produktion und Zusammenarbeiten mitnehmen und übertragen. Darüber haben wir gesprochen, ist quasi, welche Erfahrungen gibt es schon wo und was gibt es für eine Möglichkeit von Gefäßen, diese Erfahrung erstmal zu teilen, damit man nicht bei jedem Produktionsprozess wieder bei Null beginnt, sondern dass man das auch erstmal einfach ohne Wertung teilt und dann innerhalb jedes neuen Produktionsprozesses schaut, was möchten wir eigentlich und wo stehen wir in diesen Verhältnissen.
Es sind auch andere Arbeitsziele als fertige Produktionen möglich. Da ging es darum, dass Peter nochmal gesagt hat, Nachhaltigkeit auch im Sinne auf die Förderstrukturen, Recherche als ganz wichtigen Punkt auch in einer künstlerischen Biografie, die nicht unbedingt immer nur auf eine Sichtbarkeit und Produktion hin ausgerichtet ist. Dann kam der Punkt, ich springe, weil die Konstruktivität kommt später nochmal, Verbindlichkeit oder auch eben das Konstruktivsein. Wir haben uns an den Begriff des positives Denken auch durch den Input von Thomas nochmal ein bisschen gerieben, weil es dann schon eigentlich richtig ist und trotzdem so was Esoterisches mitschwingt. Deshalb sind wir dann auf Konstruktivität gekommen oder auch Verbindlichkeit. Der ganz wichtige Satz, wir sagen gemeinsam Ja zu einer Zusammenarbeit und ja, wir möchten in dieser Form, mit diesen Strukturen miteinander arbeiten. Und das bedeutet auch, dass gemeinsam Erwartungen zu Beginn geklärt werden müssen, aber diese wirklich auch wieder laufend überprüft werden sollen innerhalb einer festen Struktur, sage ich jetzt mal. Also dass wenn wir alle wissen, es gibt jeweils am Mittwoch diese 2 Stunden, an denen man darüber sprechen kann, dann hat man auch ein Gefäß, das Sicherheit gibt in den Prozessen. Genau, und im Sinne von Verbindlichkeit haben wir auch gemerkt, dass wir das Publikum mit einbeschließen möchten und deshalb gab es diesen simplen Satz, in diesem Sinne sagen wir auch Ja zu einem Publikum mit ihren Bedürfnissen. Möchtest du nochmal benehmen, Katrin? Man hört es ganz schön. So, genau. Auch zu der Verbindlichkeit, da haben wir noch die Wertschätzung mit reingenommen, die sicherlich auch ein eigener Begriff sein könnte. Und zwar, dass wir verpflichten uns, jede Person zu wertschätzen als Person und nochmal explizit jede Person mit und in ihrer oder seiner Expertise wertzuschätzen. Das heißt, jeder Arbeitsbereich erhält die gleiche Wertschätzung. Wir erkennen an, dass andere unterschiedliche Expertisen und Handlungskompetenzen haben. Wir erkennen Erfahrungen an und wir verteilen oder bemühen uns, Verantwortung nach Kompetenzen zu verteilen. Dann haben wir dazu der Verbindlichkeit noch den Satz versucht. Wir bekennen uns zum Code of Conduct und hinterfragen uns in regelmäßigen Abständen kritisch dazu. Wenn wir davon abgekommen sind, erklären wir uns bereit, uns wieder dorthin zu bewegen und dafür zu arbeiten. Genau. Und wir bemühen uns, Verbindlichkeiten zu schaffen und Konsequenzen zu tragen. Dann wäre noch die Konstruktivität. Petra, magst du da vielleicht sich einklinken? Ich weiß nicht, ob sich jetzt gerade was wiederholt. Petra hat sich schon verabschiedet. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Magst du, Sabine? Ja, ich glaube, die Konstruktivität, das haben wir jetzt ja eigentlich schon oben gehabt. Ja. Ich würde dann zur Kommunikation gehen. Auch hier wieder ein regelmäßiges, festes Forum zum Austausch, das zu Beginn etabliert wird. So kann in einer Krisensituation darauf zurückgegriffen werden, aber eben nicht nur in einer Krisensituation, sondern eigentlich kann schon dadurch ganz vieles vorher aufgefangen werden, bevor es, explodiert. Genau. Und das ist auch ein Gefäß, wo Positives benannt werden und auch gefeiert werden kann, also die Wertschätzung. Und das trägt bei zu einer grundsätzlichen Kommunikationskultur, die, sage ich jetzt mal, alle Amplituden mit einbezieht. So, wir verpflichten uns dazu, in unserer Zusammenarbeit Raum und Zeit einzuplanen und wahrzunehmen, welche den Austausch und die Verständigung über die Zusammenarbeit erlaubt. Wir verpflichten uns, jede Person als Expertin für ihre jeweilige Perspektive anzuerkennen und wertzuschätzen. Auch hier nochmal, das kam dann ganz am Schluss, finde ich eigentlich einen ganz wichtigen Aspekt zu dem, was wir auch am Anfang schon gesagt haben, die gemeinsame, sehr individuelle Erfahrung auch als Potenzial anzuerkennen und ins Spiel zu bringen.
Wertschätzung, unterschiedliche Kompetenzen und Expertise und Erfahrung. Also ihr seht, wir haben uns manchmal ein bisschen wiederholt in diesem schnellen Schreiben. Soweit bis hierher von uns. Das braucht natürlich jetzt auch Arbeit, das nochmal zusammenzufassen. Völlig klar. Möchte noch jemand ergänzen oder fragen? Ich habe eine Frage. Erstmal vielen Dank an euch. Das ist auch wieder eine tolle Arbeit, auch mit welcher Intensität ihr euch da vertieft habt. Ihr habt einen Satz geschrieben, den ich gelesen habe, dass man diesen Kodex dann verbindlich einhält und dann überprüft und so weiter. Das würde ich gerne rausziehen und nach hinten nehmen. Ja, das kann in so einen Schlusssatz, dass der Kodex immer regelmäßig überprüft wird, dass er eingehalten wird und eine gewisse Verbindlichkeit erhält. Ja, wenn ihr einverstanden damit seid. Klar. Wobei ich das Gefühl habe, das ist ja so eine große, sozusagen, das eine ist der Kodex, dass der sozusagen eingebettet ist in die Präambel und das ein Nachsatz, wo eben auch steht, dass der regelmäßig überarbeitet wird. Ja. Das andere ist ja der Inhalt, dass man sich einfach, damit man eben nicht in die Falle läuft, hey, wir haben uns ja auf den Code of Conduct geeinigt, jetzt können wir prima in die Arbeit gehen, sondern dass nochmal wirklich festgehalten ist, dass wir uns während des Arbeitsprozesses immer wieder hinterfragen und, okay. Und ob das stimmt, weil so ist ja sozusagen die Arbeit am Kodex selber, dieses Jährliche, das schiebt es aber so weg, wenn man dann direkt im Prozess damit arbeitet. Ja, das ist super, dann ist das natürlich richtig. Ja, ich möchte nur ganz kurz ergänzen, weil ich finde, das eine ist auch ein Kodex jetzt für eben, was wir hier gerade machen, für grundsätzlich eine freie Szene zu entwerfen und dann ist es ja quasi den Kodex jeweils anzupassen und nochmal neu zu generieren innerhalb einer Produktion, ist ja nochmal eine andere Sache. Mhm, eben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da aber auch sagt, nicht nur wir überprüfen den, sondern auch die Frage stellt, are we on track? Also tun wir das überhaupt? Mhm. Und wenn wir es nicht tun, ist es richtig, dass wir es nicht tun, weil wir schon was anderes tun und deshalb den Kodex, also den produktionsinternen Kodex umschreiben? Oder haben wir einfach was verpasst? So, ja. Das, das ist die richtige Frage. Are we on track? Genau. Ja, genau. Die muss man sich immer wieder stellen. Kann ich nicht auf Deutsch. Sind wir auf der richtigen Spur? Sind wir auf dem Gleis? Ja, sind wir auf dem Gleis, ja. ja, ich glaube. Angela hat zwei Fragen noch. Angela und Johanna, gell? Johanna, Angela? Genau. Ich habe Frage. Ich finde den Begriff wertschätzend sehr wichtig hier drin und mir fehlt aber irgendwo noch der Bereich des Vertrauens. Der ist da irgendwo auch mit da drin, aber ich finde es irgendwie so eine Vertrauensbildung, dass das auch noch für mich noch wichtig wäre, das irgendwo da drin zu haben. Jetzt ist die Frage, ob das zu den personalen Kompetenzen gehört oder zu den Handlungskompetenzen oder ob das gerade so eine Schnittstelle ist. Das ist oder zu den Kommunikationskompetenzen. Mhm. Vertrauen ist eine Schnittstelle zu allen Kompetenzen. Mhm. Außer zu den fachlichen. Und wir können es hier reinnehmen. Aber ich glaube, es taucht auch nochmal auf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber da wir hier die Kommunikation als Handlungskompetenz haben, würde ich das noch mit reinschreiben tatsächlich. Okay. Ich würde sagen, ein vertrauensvolles Umfeld schaffen, in dem es möglich ist, Verschiedenes anzusprechen. Mhm. Thomas, ganz kurz wegen Zeitspanne. Wir haben noch eine Frage und dann sollten wir auf die nächste Gruppe. Ja, aber wir haben ja den Puffer hinten von einer halben Stunde noch. Ich glaube, Johanna wollte was fragen. Ja, genau. Es ist wirklich eine ganz kleine Detailfrage im Abschnitt Verbindlichkeit. In dem Satz, wir sagen gemeinsam Ja zu dieser Zusammenarbeit etc. Das bedeutet auch, dass es gemeinsame Erwartungen zu Beginn geklärt werden und auch laufend überprüft werden. Ich wollte einfach an euch die Frage stellen, ob ihr vielleicht da schon den Punkt machen wollt, weil das Sollen macht das wiederum zu einer sehr vagen und freiwilligen Sache. Exakt. Und nicht zu einem Schluss. Danke, Johanna. Wir gehen weiter. Das ist doch gut. Die nächste Gruppe wäre Merit. Ja, Christoph, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich glaube, ich teile jetzt aber da unsere Begriffe, durch die wir unsere Kompetenzbegriffe nicht. Ich versuche das jetzt auch noch einmal mit einem Copy und Paste.
wir aus der Gruppe Kompetenzen Spielkommunikation. Geht das jetzt? Ja, geht. Haben zwei Sätze gefunden. Vielleicht die Worte, um die wir herumgekreist sind, waren eben Transparenz, Augenhöhe, Kenntnisse der Arbeitsweise, Barrierefreiheit, Konfliktlösung, Zuhören, aktives Zuhören hatten wir heute auch schon. Gruppe 1, gell? Gruppe 2. Gut, ich lese jetzt einfach den Satz mal vor. Wir streben Transparenz und Augenhöhe an und verpflichten uns deshalb, gewaltfrei, achtsam, barrierefrei zu kommunizieren. Wir machen uns unsere eigenen Arbeitsweisen bewusst und kommunizieren diese proaktiv. Kommunikation ist für uns immer ein Dialog. Das Zuhören ist für uns ein aktiver Teil dieses Dialogs, um einander begreifen zu können. Das sind quasi, wie soll man sagen, das Kondensat aus unseren, das Kondensat aus unseren Überlegungen, wie nach außen, wie aber auch nach innen miteinander kommuniziert werden sollte. Genau. Gibt's zusätzliche aus unserer Gruppe noch zusätzliche Anmerkungen dazu? Nein, danke. Gut, dann Dankeschön. Dankeschön an euch. Gibt's Fragen aus dem Plenum? Es war ein sehr kurzes Intermezzo. Ihr habt das clever gelöst. Also gibt es Fragen von den anderen? Ich spiele euch jetzt mal ganz kurz ein Bild ein, das ich mitgeschrieben habe auf so einer Mindmap, wie im Moment das aussieht. Sehr unvollständig, aber es zeigt eben auch, dass wir drei unterschiedliche Arten des Herangehens haben. Das Einzige, was erstmal feststeht, ist die Präambel tatsächlich, die durchaus, ich habe hier nicht alles ordentlich geschrieben. Augenblick, ich muss jetzt mal mit euch den Bildschirm teilen. Zack, das müsste es sein. Seht ihr die Mindmap? Okay, also ich habe die beiden letzten Punkte jetzt mal hier nur kurz angeschrieben. Verzeiht bitte die Unvollständigkeit. Im Bereich der kommunikativen Kompetenzen, dann haben wir unten ein ganzes Bündel an Handlungskompetenzen. Kommunikation, Wertschätzung, Belastbarkeit, Verbindlichkeit, Nachhaltigkeit, Konstruktivität, Vertrauen. Und hier unvollständig, weil ich es nicht alles geschafft habe, Reflexion der Machtposition, Solidarität und Hilfsbereitschaft, Mut, Empathie, aktives Zuhören, Kritikfähigkeit. Entschuldigt bitte, ich ergänze dann noch die anderen Punkte. Ja? Jetzt die Frage an euch zurückgespiegelt. Wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Kannst du mich zurückholen? Jappi, wie gehen wir jetzt mit diesen drei großen verschiedenen Bereichen um? Was denkt ihr, wie arbeiten wir damit? Was habt ihr für Vorschläge? Gibt es Ideen aus dem Plenum? Das ist das Ergebnis zum derzeitigen Zeitpunkt. Jetzt müssen wir einen Weg finden, um daraus dann den Kodex zu entwickeln. Wie würdest du die drei Bereiche nennen? Also nach diesen Kompetenzen geordnet? Nach den Kompetenzgruppen. Das sind einmal die kommunikativen Kompetenzen, die Handlungskompetenzen, vielleicht an die erste Stelle, dann die sozialen Kompetenzen und dann die kommunikativen Kompetenzen. Und dann würde man zu jeder dieser einzelnen Kompetenzen einen Satz oder einen verbindenden Satz entwickeln. Und das würde ich jetzt sehr gerne mit euch machen, in der letzten uns verbleibenden Zeit.
falls es erstmal keine Fragen gibt, aber ich denke, dass Marcel eine grundlegende Frage hat zum Thema der Fairness, die ja gar nicht mehr so stark aufgetaucht ist übrigens. Zum Begriff, glaube ich, ne? Ja, zum Begriff, ja. Marcel, willst du das kurz mal ansprechen? Du hast vorhin die Postkolonialität dieses Begriffes. Nee, eher die Kolonialität eben. Ich weiß, also ja, ich glaube, das braucht halt nochmal ein eigenes Nachdenken über die, also wie man das schafft, den Inhalt des Wortes. Das Wort ist ja wirklich sehr positiv konnotiert und es fasst auch wirklich sehr viel sehr Lobenswertes zusammen. Und ich bin wirklich schon seit Wochen am drüber nachdenken und ich finde auch keinen Begriff, der als Synonym da dienen kann, und gehe fast in Richtung, dass man einen eigenen Begriff erfindet oder so, oder wirklich nochmal eine Arbeit macht, den Begriff, also ja, einen zweiten Begriff zu, ja, sich an dem Begriff abzuarbeiten. Ja. Aber ich möchte wirklich jetzt nicht zu viel Raum einnehmen, heute und hier und jetzt damit. Ich glaube aber, es ist mir wichtig, und ich glaube auch im Sinne von zeitgenössisch sein, agieren und auch all diese Werte, die wir subsumieren. Es gibt halt einfach gerade im deutschsprachigen Raum auch sehr, sehr starke, eindeutige Statements, die diesen Begriff verurteilen. Und ich finde es irgendwie nicht möglich, nicht darauf hinzuweisen, selbst wenn wir den Begriff benutzen, dass er im Umbruch zu sein hat. So, aber ich möchte wirklich jetzt angesichts des Kodex und des versammelten Materials nicht zu viel Raum einnehmen damit. Ja, Marcel, aber trotzdem vielen Dank. Ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass wir keinen Begriff verwenden sollten, ohne ihn, wenn er negativ belastet ist, ohne ihn dann zumindest zu framen. Das heißt, ja, hier in diesem Kodex verwenden wir ihn in einer zeitgenössischen Art und Weise, weil wir uns zum Beispiel keines anderen Begriffes bewusst sind. Was mir fehlt, ist der Begriff des Zeitgenössischen überhaupt. Wieso taucht der gar nicht auf? Also das könnte man das zum Beispiel in die Präambel mit einnehmen, dass man sagt, und da gucke ich zu dir, Matthias, künstlerische, soziale und zeitgenössische Aspekte, was denkt ihr darüber? Finde ich super. Gleich im ersten Absatz eigentlich, wenn man sagt, im Rahmen der Initiative Fairspec mit verschiedenen sozialen, künstlerischen, zeitgenössischen Themengebieten auseinandergesetzt. Sowas? Ja, sehr gut. Oder wir verpflichten uns dem Zeitgenössischen als dem verbindenden Element zur Gegenwart. Ja, zu den Menschen, die in der Gegenwart leben und in der Zukunft leben werden. Ja, Angela? Wenn man dann den Begriff Fair vielleicht sogar ganz draußen lassen will, nicht? Man hat ihn ja im Titel von Fairspec, da ist er drin. Ja. Aber das, was wir beschreiben nachher, ist ja eigentlich, umfasst das auf eine Art alle, wenn man den Begriff selber überhaupt draußen lassen würde. Er taucht auch übrigens bei keinem auf in den... Nee, ja. Aber er ist halt Titel, also ja. er ist ja Programm, also so, wir reproduzieren halt einen Begriff, der halt einfach kolonial geprägt ist. Ich kann das auch, das Statement ganz kurz raussuchen und im Chat teilen. Das wär super, weil alle dann auf dem gleichen Stand sind. Wirklich ein sehr dezidiertes Statement einer schwarzen Aktivistin in Deutschland. Ich suche es kurz. Vielleicht ganz kurz dazu sagen, wir haben einen Blogbeitrag in petto zu dem Thema. Und uns beschäftigt die Frage natürlich auch, weil es ja der Titel ist, wie gesagt, Fairspec. Ich würde auch versuchen, in dem Kodex präzisere Worte einfach zu finden, damit wir da das Begriff Fair schon mal gar nicht brauchen. Ja, also er bleibt dann tatsächlich nur im Titel übrig. Und dann musste man zum Beispiel in der Präambel das genau beschreiben. Also auch darauf hinweisen, wer war das, Natasha Kelly? Wer hat diese... Noah So. Eben, dass das inzwischen ein sehr kritischer Begriff ist oder immer schon war. Es war ja auch der Begriff Code of Conduct, nicht, wenn man den Fairness-Kodex rausnehmen würde in unserem ersten Satz bei der Präambel.
und stattdessen den Code of Conduct reinnimmt. Ja, er umfasst ja deutlich mehr, ich finde das ein sehr guter Vorschlag, aber da müsst ihr natürlich alle mitgehen, er umfasst deutlich mehr dieser Code, den wir jetzt aufgestellt haben, als nur die Fairness. Er umfasst ja das Miteinander sprechen, das Miteinander sein und handeln. Und ich glaube, da würde ich mir noch, Matthias, einen Satz wünschen in der Präambel, der beschreibt, in unserem Kodex konzentrieren wir uns auf Aspekte, die das Handeln, miteinander sprechen und miteinander arbeiten beschreiben. Ja, dann haben wir nämlich die drei Themenbereiche gebündelt und können dann einfach sagen, Handlungsaspekte, kommunikative oder Kommunikationsaspekte und persönliche oder personale Aspekte und die dann unten mit kurzen, prägnanten Sätzen deklinieren. Kannst du nochmal sagen, wir konzentrieren uns auf Aspekte wie unser Handeln, unsere Kommunikation und unser Miteinander arbeiten definieren. Wisst ihr, im Anbetracht der Zeit schaffen wir es unter eurer Müdigkeit und meiner, schaffen wir es nicht mehr, jetzt diesen Kodex auszuformulieren. Das ist eine Illusion. Dafür bräuchten wir nochmal 2-3 Stunden. Ich kann euch aber vorschlagen, dass ich das als Hausaufgabe mitnehme, alles Material, was ihr auch gemacht habt, und versuche, einen Entwurf zurückzuspiegeln. Gemeinsam mit dem Vorstand, der dann mit euch allen abgestimmt wird. Und habt ihr einen gemeinsamen Chatroom oder sowas gebaut, in dem alle, was denkt ihr? Es ist nur ein Vorschlag von mir. Ich will nichts vereinnahmen, bitte, entschuldigt. Ja, okay. Ich finde den Vorschlag gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass du eine Variante erarbeitest und wir vom Initiativteam, und dann gleichen wir uns das da ab. Ja, super. Und dann gleichen wir das Resultat. Das kann man halt für deinen Vorschlag haben. Super, danke. Matthias, der ist sogar noch viel besser. Ja, dann machen wir das so. Und dann bitten wir alle nochmal von euch, die, vor allen Dingen die Schreiberin, Schriftführerin, das vielleicht nochmal in einer ganz ausgeschriebenen Form, weil zum Beispiel ich kriege das Rosa aus eurem Text gar nicht mehr weg. Ich habe versucht, das rauszukopieren. Das geht nicht. Daraus könnte ich zum Beispiel, ich muss das alles nochmal neu abschreiben, wenn ihr das versucht, in einem ganz einfachen Weiß. Okay. Da muss ich Sabine fragen, die ist gerade ausgeklinkt, weil sie das Dokument eröffnet hat, ob man das irgendwie noch anders einstellen kann. Ich kann sagen, das sollte kein Problem sein. Ich habe alle Notizen in einem Dokument zusammengestellt, eure Notizen. Ah, sehr gut. Bei mir kann ich auch die Farben entfernen. Ich mache das aber jetzt noch nicht, da ich denke, dass es eine Priorisierung teils auch eurerseits ist, wenn ich das angucke. Das heißt, ich habe eigentlich alle eure Einträge schon zusammen in einem Dokument, das für uns zugänglich ist. Wir sind also schon so weit, dass wir gebündelt haben. Mit dem Material kann man sicher einen Kodex erstellen. Da kann ich dir das gerade vereinfachen, Nadine, aber gerade unser Hell- und Dunkelrosa, das zeigt keine Priorisierung, sondern wer geschrieben hat. Das war einfach automatisch drin. Von daher kannst du das tatsächlich. Danke. Welche Gruppe war das nochmals? Das war Handlungskompetenzen. Danke. Dasselbe bei Kommunikation. Oh, so gut, dann nehme ich die Farbe einfach raus. Ich denke, Thomas, was denkst du? Möchtest du das einfach hier so mal stehen lassen? Ja, sehr gerne. Ich möchte erstmal allen danken dafür, daran mitgearbeitet zu haben. Und ich finde, dass jede Gruppe ein ganz tolles Ergebnis abgeliefert hat. Also auch in der Kürze der Zeit. Ja, das ist natürlich gewagt, sowas in 25 Minuten zu machen. Es ist trotzdem sehr gelungen, finde ich. Und gerade die Abgrenzung in diese Bereiche hat ja auch gezeigt, dass das funktioniert hat. Also Dank an euch. Und es hat mich gefreut, dass ich nochmal mit dabei sein konnte, mitwirken konnte. Es war ein tolles Erlebnis. Und ich muss nur sagen, Respekt vor euch allen. Danke.
Ich schlage vor, dass wir vom Initiativteam, und ihr korrigiert mich, und Thomas einen Vorschlag ausarbeiten, den gemeinsam schon abgleichen und dann diesen Vorschlag allen, die hier anwesend sind, zum Gegenlesen, zum Feedback einholen schicken, um dann so miteinander einen Kodex, eine erste Version zu erstellen. Gibt es dazu Einwände oder bessere Vorschläge? Ich sehe momentan keine Einwände. Dann ihr vom Initiativteam korrigiert mich auch vom Vorstand. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir 5 Minuten Pause machen und dann zum letzten Teil nochmals kommen. Ich glaube, Katrin hat ja. Ja, genau. Ah, habe ich nicht gesehen. Ja, und zwar eine kurze Frage irgendwie. Ich weiß nicht, ob es zu viel Aufwand ist oder ob man vielleicht die 5 Gruppen auch nochmal einberuft, dass man sagt, jede FS, also Gruppe, die einen Anlass vorbereitet hat, dass man versucht, dass die nochmal zusammenkommen, weil ja jede da nochmal mit ihren Schwerpunkten doch schon sehr vertieft gearbeitet hat. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Sehr, sehr gute Idee, finde ich auch, Nadine. Katrin, ja. Und das als zweite Schlaufe vielleicht macht. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht konzentriert, ja. Also das Ziel ist ganz klar nicht, dass der Vorstand das ausformuliert ohne jemand anders. Ich glaube, das ist überhaupt nicht in unserem Sinn, sondern einfach zu bündeln. Bessere Vorschläge? Ich glaube, der beste Vorschlag ist kurz wirklich 5 Minuten Pause. Ist das in Ordnung? Yes. Noch mal kurz. Wir schwören, dass wir wirklich um 16.30 Uhr dann auch fertig sind. Ja, ich werde mich, entschuldigt kurz, mich jetzt schon verabschieden müssen, weil es mir gesundheitlich nicht gut geht. Ist das für den Vorstand auch okay? Ja, ja klar. Vielen ja. Dank. Mir geht's, ich sitze wirklich also auf der letzten Kraft. Ich danke euch sehr, dass ich da sein durfte. Ja. Gute Besserung. Ja, alles gut. Das wird schon wieder. Ich muss nur einfach liegen. Adios. Ciao, ja. Ciao. Gute Besserung. Ciao. Sehr gut. Vielen Dank an alle, die noch da sind und die Veranstaltung bis zum Schluss durchhalten. Es sah ganz kurz danach aus, als würden wir es nicht mehr schaffen zu diesem letzten Teil, der ein kurzer, knapper Ausblick sein soll. Was passiert in Zukunft mit dem Kodex? Was passiert in Zukunft mit FairSpec? Jetzt haben wir aber noch kurz Zeit und ich würde das sehr gerne nutzen, weil wir so viele kreative Köpfe heute hier haben und weil uns die Vielstimmigkeit immer sehr wichtig war und ist. Weil so ein Kodex wirklich nur funktionieren kann, wenn er nicht nur von vielen Menschen gekannt oder irgendwie respektiert wird, sondern wenn sich möglichst viele damit wirklich identifizieren und sich aus einer Identifikation heraus dafür entscheiden, ihn in ihrer Arbeitsrealität umzusetzen. Vielleicht als erstes noch kurz zu den Themengruppen. Wir werden die, wie wir jetzt gerade eben beschlossen haben, ein letztes Mal einberufen, wenn man so will, um diesen Kodex-Vorschlag, der aus Thomas und unserem Vorschlag entsteht, nochmal zu feedbacken. Danach haben aber die Themengruppen ihren Job getan. Ihr seid wieder frei. Also es war uns irgendwie auch wichtig, die Themengruppen wieder von ihrem Job zu befreien. Es wird natürlich im nächsten FairSpec-Jahr wieder eine ähnliche Form der Mitarbeit geben, aber es schien uns richtig, die für nächstes Jahr neu zu bilden. Also ein riesiger, riesiger Dank an alle die Themengruppen, die die Veranstaltungen mitgedacht und mitentwickelt haben. Jetzt aber zu diesem Ausblick. Es sind 2 Fragen, die sich jetzt stellen. Wir haben jetzt einen Kodex oder zumindest fast. Jetzt stellen sich sofort 2 Fragen, nämlich die erste, wie veröffentlicht man diesen Kodex? Und die zweite ist, was ist eure Erwartung was ist eure Erwartung an FairSpec im nächsten Jahr? Ein paar Worte dazu. Zur Veröffentlichung, zu diesem Thema. Natürlich wird er, wenn er fertig ist, auf unserer Website veröffentlicht. Wir werden auch eine Art Medienmitteilung verschicken.
Aber es gibt natürlich viele weitere Möglichkeiten, viel spektakulärere Möglichkeiten, so einen Kodex zu veröffentlichen. Was entsteht da bei euch? Welche Ideen kommen da? Plakat drucken, klar, eine Broschüre, die auf allen Klos in allen Kulturhäusern aufgelegt wird, eine Lecture-Performance von den Dächern aller Theater, ein digitaler, dreidimensionaler Hypertext. Sehr viele Möglichkeiten. Das ist die eine Frage, die wir euch kurz stellen möchten. Und die andere Frage ist zu den Erwartungen, wie gesagt. Weil das erste Flashback-Jahr noch, naja, wir haben das ein Pilotjahr genannt. Wir wussten ja nicht, ob vielleicht am Ende gar nichts rausguckt. Jetzt gibt es aber sowas wie Flashback und es gibt sowas wie einen Kodex. Und deshalb ist die Frage nochmal wichtig, jetzt wo wir doch noch 30 von euch hier haben, was sind eure Erwartungen? Wir haben jetzt 16.16 Uhr, wir haben also 10 Minuten Zeit für ein kurzes Brainstorming und das machen wir so, weil wir schon so viel geredet haben, kopiere ich einen Link in den Chat zu einem sogenannten Padlet. Das ist nichts anderes als eine Wand, die wir alle gemeinsam sehen und jeder klebt da seine Post-its ran mit Ideen. Nichts anderes. Wir nehmen uns 10 Minuten Zeit für diese zwei Fragen. Ihr seht die Fragen dann auch auf dem Padlet. Ihr müsst nichts anderes tun, als im Chat auf den Link zu klicken. Wenn ihr ein Post-it aufhängen wollt, klickt ihr auf das Plus unten rechts in dem Bildschirm, der dann kommt, oder doppelklickt irgendwo in die rote Fläche. So. Die Zeit läuft bis, ich würde sagen, 16.25 Uhr. Vielen, vielen Dank. Es ist 16.25 Uhr. Ich unterbreche einfach an der Stelle. Ich bin extrem froh, dass ihr so viel nochmal in der kurzen Zeit entwickelt habt. Wir können das dann alles ordnen und werden das sicher auch in irgendeiner Form dem Blogbeitrag hinzufügen. Eine große Überschrift für uns für das nächste Jahr ist tatsächlich das Thema Verbindlichkeit, weil das haben wir dieses Jahr natürlich auch in den Themengruppen gemerkt. Es ist schwierig, verbindlich zu arbeiten, wenn die Gruppen sich verändern. Und gleichzeitig ist diese Flexibilität natürlich auch wichtig. Ich glaube, Katrin hat ein bisschen davon erzählt aus der Themengruppe. Und das ist ein Thema, was uns nächstes Jahr, denke ich, beschäftigen wird. Wie kommt der Kodex an die Orte, wo er umgesetzt werden kann und wo er wirken kann? Also in die Produktions- und Spielstätten, in die Förderstellen, in die Hochschulen wahrscheinlich auch, in die Arbeit von KünstlerInnen. Also wir laden euch sehr ein, weiterhin Teil davon zu sein und die Idee, den Kodex in einem Jahr zu überarbeiten, finde ich auch sehr bestechend. Bis Dienstagabend werden wir einen Blogbeitrag zur heutigen Veranstaltung auf unserer Website publizieren. Folgt uns dort, folgt uns auch auf Instagram und Facebook, aber noch viel wichtiger finde ich, dass ihr all euren FreundInnen und KollegInnen von Flashback erzählt, denn das ist wahrscheinlich, glaube ich, das Wichtigste, dass wir hier davon erzählen, was da eigentlich läuft. Unser nächster Termin steht fest. Es ist der 23. September, sicher mal vormittags in der Gessnerallee, endlich wieder mal in der Realität auch und nicht hinterm Laptop. Das ist ein Anlass in Zusammenarbeit mit M2Act, Mikrokulturprozent und eben Rezo. Dort geht es nochmal eben, wie schon mal erwähnt, eher darum, den Fächer nochmal aufzumachen und zu gucken, welche anderen Herangehensweisen an Fair Practice gibt es denn bereits. Weil Johanna hat darauf hingewiesen, Rezo hat sich auch daran gemacht und so weiter. Da können wir uns auch nochmal inspirieren lassen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Veranstaltung und eigentlich auch des ersten Flashback-Jahres. Ganz schön aufregend. Gibt es noch eine Frage, einen wichtigen Hinweis, weil noch 2 Minuten sind? Liebes Initiativteam, danke für eure Arbeit als Nicht-Teil. Also vielen lieben Dank. Ihr habt Großartiges auf die Beine gestellt. Wirklich mega, mega cool. Und ihr ändert jetzt gerade oder miteinander sind wir eingeladen, was zu ändern. Und das ist besonders und wirklich voll gut.
Vielen Dank. Danke auch euch allen. Angela, vielen, vielen Dank, Christoph. Ja, ich finde es auch super, dass so viel mitgearbeitet wurde und werden konnte, weil ich finde, das gemeinsame Erarbeiten ist schon ein großer Schritt, dass man aktiv drin wird, weil man dann auch ja reflektiert und miteinander irgendwie in Austausch kommt. Ich fand das sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank. Genau, wir können den Dank nur zurückgeben an alle, die aktiv mitgearbeitet haben in den Themengruppen, an den Veranstaltungen, einfach mitgedacht haben und sich eben anfangen, damit zu identifizieren. Großer Dank natürlich auch an alle VeranstaltungspartnerInnen, Fabriktheater, Winkelwiese, Tanzhaus, Gessnerallee, Helferei, Kulturmarkt und natürlich auch bei den Geldgebern, M2Act, Mikrokulturprozent, Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich Fachstelle Kultur, T-Punkt und private SpenderInnen. Vielen, vielen Dank. Genießt den Sommer und wir sehen uns am 23.09. und ihr hört von uns per Newsletter. Tschüss!